Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln-Mülheim. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obtenhövel. Guten Abend! Hallo zusammen! Vielen Dank! Guten Abend! Vielen Dank, das ist sehr freundlich! Dankeschön, herzlich willkommen zu Schlag den Raab, Ladies and Gentlemen! Ja! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank! Die erste Sendung nach Stefans spektakulärem Fahrradsturz in der letzten Show. Seitdem ist er nur noch mit Stützrädern unterwegs, so viel kann ich sagen. Aber er ist fit. Er wird heute Abend antreten, denn immerhin geht es um 500.000 Euro heute Abend, meine Damen und Herren. Sendung heute, auch großartige Musik-Acts heute Abend bei uns, die Fantastischen Vier, Toni Braxton und Lena, alle bei uns. Und halt, dieser sympathische Koffer, der geht entweder an unsere 5 Kandidaten, sie rufen wie immer für ihren Favoriten an, aber bevor es soweit ist, erstmal der Mann, der in der letzten Sendung kurz vor seiner letzten Ölung stand. Es geschah bei der letzten Ausgabe der Show. Kontrahent Hans Martin, der Nette, entpuppt sich als harte Nuss. Der Fight um 2.000.000 Euro ist in vollem Gange. Um genau 22.37 Uhr nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Gucken, durchs Kiesbest kommt er gut, über das Hindernis auch. Ah! Zurück und schleppte sich durch den Abend. Schwer verwundet ritt er vom Hof. Aber jetzt ist er wieder da. Hier ist der Weiße Ritter von ProSieben. Er ist wieder auferstanden. Hier ist Stefan Raab. Ist aber uns. Guten Abend, Thorsten. Hallo, Thorsten. Ja. Uns kann man ab morgen auch als Orgelpfeifen buchen, meine Damen und Herren. Ist ja unfassbar. Ich brauche eine Leiter heute für die Sendung. So, kurze Erklärung. Wie immer haben wir 15 Spiele für euch vorbereitet. Die sind natürlich in der Wertigkeit steigend. Für das erste Spiel gibt es einen Punkt, fürs zweite zwei, fürs dritte drei und so weiter bis zu Spiel 15. Dafür gibt es 15 Punkte. Wenn man alle zusammen addiert, kommt man auf eine Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also heute Abend als erstes 61 Punkte erspielt, der geht mit 500.000 Euro nach Hause, meine Damen und Herren. So wollen es die Spielregeln. Wenn es Stefan sein sollte, dann spielen wir am 18. September um 1.000.000.
Und so könnte dieser Abend heute theoretisch verlaufen. Das ist unsere berühmte Anzeigentafel. Und die füllt sich. Also zum Beispiel Thorsten gewinnt das erste Spiel, gibt es einen Punkt. Stefan das zweite, zwei. Thorsten wieder das dritte, drei. Und so weiter. Schön abwechselnd. Das würde uns natürlich sehr viel Spannung versprechen. Aber du siehst, Thorsten, was man vorne liegen lässt, kann man natürlich hinten alles aufholen, denn da sitzen die dicken Fische. Und irgendwann im Laufe dieses Abends könnte folgende Situation theoretisch eintreten, nämlich jetzt. Du hättest vor dem 14. Spiel 49 Punkte. Das wäre also ein sogenanntes Matchballspiel, denn wenn du das gewinnen würdest, hättest du wie viel? 64. Nicht ganz, 63. Ja, ja. Da ist noch Wasser im Ohr beim Ruder-Weltmeister. Aber okay, es war noch kein Spiel. Ja? Ruht euch erstmal aus. Ehrlich? Ach so. Dann werden wir jetzt an dieser Stelle noch zwei wichtige Leute vorstellen. Zum einen ist das unser Notar, Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend, Herr Dr. Böhr. Hallo und schönen guten Abend, Herr Offenhöfe. Herr Dr. Böhr, wir machen das wie immer. Wenn Sie anrufen, werde ich hier alle Maschinen stoppen, ne? Genau so machen wir es. Ich pass auf von hier oben. Sehr gut. Schönen Abend Ihnen. Danke Ihnen. Danke, Herr Dr. Böhr. Und natürlich unser Kommentator heute Abend, wie immer, Frank Buschmann. Namen Buschi. Einen wunderschönen guten Abend auch hier oben aus der Kommentatorenkabine. 49 plus 14 ist 64, wenn das für unseren Ruderweltmeister mal kein böses Omen ist, wie das hier heute losgeht in der Sendung. Aber auf der anderen Seite gleich mal die Warnung an Stefan Raab. So jemand, der Ruderweltmeister im Deutschland-Achter geworden ist, der hat eine Menge drauf, der kann sich fokussieren. Und wir wissen ja nicht, wie die psychische Blockade bei Stefan ist nach diesem Horrorsturz in der vergangenen Sendung. Ist er wirklich schon wieder bereit, alles zu geben? Ich fürchte ja. Opti. Ja, immer schön Salz in die Wunde, Buschi. Sehr gut. Und wir gehen jetzt mal rüber zur Family and Friends Box. Schönen guten Abend. Sie sind... Ich heiße Annette. Nochmal, das war so laut, das Publikum. Ich heiße Annette, ich bin seine Freundin. Und nervös? Ein bisschen. Ein bisschen. Schafft das denn? Natürlich. Also guten Mutes, ne? Ja. Hier haben wir Stefan. Den Bruder. Ja, nein, Stefan. Ach so. Aber nicht so ganz sicher gewesen, oder doch? Nein, Sportsfreund vom Thorsten. Auch so dicke Oberarme? Ich sehe das. Ja, extra ein langes Hemd an. Sehr gut. Saßen Sie, aber Sie saßen nicht auch im Ruderachter, oder? Ja. Echt? Ja. Ich bin ein Arbeitskollege, Philipp. Und schon den Wunschzettel ausgefüllt? Klar. Was kriegen Sie denn? Den hat er gewinnt? Schon. Ich hoffe mal ein neues Telefon. Meins ist langsam fertig, glaube ich. Ja, für 25 Euro, die wird da rausrücken, da bin ich mir sicher. Sie drücken die Daumenspitze und jetzt geht es los mit euch. Der Kampf um eine halbe Million Euro beginnt mit diesem Spiel. Bill Bouquet. What? Was ist das denn? Ich kenn's nicht. Emilia, schönen guten Abend. Hallo. Emilia bringt uns ein Bill Bouquet-Spiel. So, ich bereite das mal vor. Vorsicht, Stefan. Nicht wieder auf die Stelle. So, folgendes müsst ihr machen. Dieses Kügelchen muss hier oben in dieser Holz-Eistüte liegen bleiben. Irgendwie nach oben bringen, natürlich mit einer Hand, die zweite benutzt ihr nicht. Oben reinsetzen und dann habt ihr schon gewonnen. Ihr spielt das abwechselnd, das heißt, wenn es einer schaffen sollte und der andere nicht, derjenige gewonnen, der es geschafft hat. So lange, bis bei einem oben die Kugel drin sitzt, okay, und der andere es nicht schafft. Der kann natürlich immer noch nachziehen. Wir werden jetzt erstmal auslosen, wer beginnt. Was möchtest du, schwarz oder gelb? Gelb. Gelb für Thorsten. Wer fängt an? Schwarz. Es beginnt Stefan. Ich kann nicht aussuchen, ob ich anfangen will oder nicht, weil ich habe ja die Wahl gewonnen. Dann Nein. muss ich ja eigentlich die Wahl haben. Nein. Nein. Kann ich einen Helm haben? Ja. Komm, wir gehen auf die Seite. Das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt soll ich anfangen? Ich darf nicht probieren vorher. Nein, natürlich nicht. Ich muss das Ding irgendwie hier oben reinkriegen. Richtig. Wer als erster trifft und wenn der andere scheitert... Wenn ich nicht schaffe und er schafft, dann hat er schon gewonnen. Richtig. So schnell geht das? Mhm. Es scheint alles wieder in Ordnung zu sein bei Stefan.
So. Was gilt denn als Versuch? Das noch nicht. Wenn's so nett bin ich. Okay. Boah. Mal gucken. So. Das war ein Versuch, aber er ist misslungen. So. Nicht zu feste, sonst lasse ich das gelten. Auch nicht. Tricky, tricky. Ganz schön tricky. Hättest du nicht geschrien, wäre er vielleicht sitzen geblieben. Ich wusste es. Das ist der erste Punkt für Thorsten, meine Damen und Herren. Also, ich sehe schon wieder. Ja. Das ist ärgerlich. 1:0 für dich. Vielen Dank. Hier, Scheißspiel. Und das ist Spiel Nummer 2, Ladies and Gentlemen. Kommt ans Pult, wir spielen Wer ist das? Das Spiel, das Stefan nach seinem Unfall immer morgens vorm Spiegel gespielt hat. Wer ist das? Ich zeige euch ein Foto von Prominenten und ihr nennt mir Vor- und Zunahme bitte. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Und das Bild ist aus dem Spiel, also hier kein Abstauber möglich. Wer als erster 7 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Wir machen kein Beispiel, denn wer spielt Hans Beimer in der Lindenstraße? Du wusstest es neulich noch, Stefan. Joachim Luger, heißt er so? Sehr gut, sehr gut. Aber lange für gebraucht. 7 Punkte. Wer als erstes 7 Punkte hat, gewinnt. Wir legen los mit diesem Prominenten. Wer ist das? Ja. Ah, der Vorname. Der Vorname. Ist das. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich sollte nicht drücken. Der sieht so ähnlich aus. Diese Bilder sind immer so schwierig, weil die immer so ähnlich aussehen, wie sie dann in Wirklichkeit aussehen. Ja, das ist meistens bei Bildern so, dass die ähnlich aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Geht das Licht hier anders? Das blendet irgendwie. Kannst du doch dein Kreuz da vorstellen, oder? So. Besser? Ja. Ich sage nicht. Ja, willst du aber trotzdem nicht drücken? Nee. Ich befürchte, ich weiß es aber. Ja, ich hätte drücken können. Er wird uns hoffentlich, und jetzt löse ich auf, in Südafrika Kiesling, die Kiesling. Ein oder andere Bude schenken. Stefan Kiesling. Ja, ja, von Bayern 04, Leverkusen. Zweitbester Torjäger in dieser Bundesliga-Saison mit 21 Treffern. Ja. Weiter geht's mit diesem. Prominent.
Wer ist das? Stefan? Ach, Christine Köhler heißt die nicht mehr, sondern heißt jetzt mit dem neuen Nachnamen Scheiße. Nein. Dann hätte sie sich wirklich verschlechtert. Die ist Köhler bisher. Scheiß Schröder, ja, Mann. Christina. Na, das ist der erste Punkt für Mann. Thorsten. Falsche Antwort von Stefan. 1:0 für Thorsten. Die hat aber gerade erst geheiratet. Aber Christine war auch falsch. Christina. Weiter geht es. Das wäre schon falsch, ne? Christine und Christina ist nicht sicherlich. Okay. 1:0 für Thorsten. Das ist der nächste Prominente. Stefan? Jensen Button. Jensen Button sagst du und das ist dein erster Punkt. Eins zu eins. Und jetzt haben wir den. Oder die. Dieter Zetsche, Mercedes-Benz-Vorstand. Dieter Zetsche, das ist der Daimler-Chef. Und das ist der zweite Punkt für Stefan. 2 zu 1 für Stefan. Wer als erstes 7 Punkte hat, gewinnt. Nächster Prominenter im Sack. Wer ist das? Ist das James Cameron? Stefan sagt, es ist James Cameron. Es ist James Cameron. Regisseur, oder? Der Vater Abraham der Navi. Ja, genau. Ist aber auch, hat aber auch irgendwie Doppelkinn bekommen. Erstaunlich. Das ist das Licht. 3 zu 1. Noch 4 Punkte für Stefan, noch 6 für Thorsten. Weiter geht's. Mit diesem Promi. Jacob Zuma, südafrikanischer Präsident. Ich hoffe, der heißt Jacob. Donnerwetter. Ja. Alles korrekt. Jacob Zuma, Staatspräsident von leicht zu verwechseln hier mit George Foreman. George Foreman mit Brille ist Jacob Zuma, oder? Deshalb ja, hat er ja auch keine. So. 4 zu 1 für Stefan. Wer ist das? Ach, wie heißt er denn? Ich weiß es, ich weiß es. Und zwar heißt der. Ich weiß es. Es liegt dir auf dem Knie ja, quasi, ja? Ja. Das weiß man. Ich weiß es hundertprozentig. Kennen Sie das, wenn Sie es wissen und es kommt nicht? Sag's uns einfach, Stefan. Ich weiß es. Du weißt nicht, ne? Nee. Ja. und zwar. Du anscheinend auch nicht, Stefan. Doch, ich weiß es. Ach, ich weiß es. Wenn du es sagst, ich beiß mir wieder in die Hand. Sag mal, solange du nicht in meine Hand beißt, ist mir alles egal. Ich weiß es doch. Und zwar heißt der. Reite erstmal eine Runde um den Block. Ja. Und zwar heißt der. Ich weiß es. Und zwar heißt der. Drücken oder nicht drücken, Stefan? Bitte. Ich drücke erst, wenn ich weiß. Zerstöre nicht wieder deinen Kopf. Der heißt. 5. 4, 3, 2, 1. Ich weiß es. Hannes Jedecke! Hannes Jedecke! Scheiße! Ich weiß es wirklich. Kennst du das? Man weiß es einfach. Ja. Und man weiß Thorsten es halt weiß es jetzt auch. Ja. 4 zu 1. Oh. Und weiter geht's mit denen hier. Aber ich kann ja kein Risiko gehen, wenn ich es nicht weiß. Oh. Nein, es ist eine Frau. So viel darf ich sagen an dieser Stelle. Ja, die heißt Elin Nordegren. Das ist die Frau von Tiger Woods. Die müsste so heißen. Elin Nordegren. Die Tigerente. Ja.
5:1. Stefan braucht noch 2 Punkte. Komm, Thorsten. Hat aber auch was von Nina Ruge, finde ich. Ich will das Bild noch mal sehen. Es geht weiter. Ja, weiß ich auch. Und zwar ist das Jochen Behle, Skilanglauf-Nationaltrainer. Jochen Behle. Eine flotte Frisur. Du musst das erst immer einordnen. Das, ich wusste, der hat was mit Sport zu tun. Ich wusste, ich kenne das Gesicht. Und dann musste ich irgendwie suchen. Und dann habe ich das Bild gefunden, wo so ein komisches Fiesmann-Stirnband anhat. Dann war mir klar. Und so ein Walkie-Talkie am Ohr. So, weiter. Du bist so ein Fuchs. 6:1. Noch ein Punkt. Kleiner Matchball für Stefan in diesem Spiel. Dann hat er Spiel 2 gewonnen. Welcher Prominenter ist das? Theodor Heuss. Stefan sagt, das ist Theodor Heuss. Ehemaliger Bundespräsident. Mhm. Das ist Heinemann, scheiße. War dann doch der andere. Gut, das ist der zweite Punkt. Naja, es gab aber schon Applaus, Thorsten. Haben Sie gemerkt? Also auf jeden Fall Bundespräsident, scheiße, leider den falschen. Ja. Das schade. Ist der zweite Punkt für Thorsten. Ich habe schon mal jemanden fälschlicherweise für Theodor Heuss gehalten. Ich muss die alten nochmal nachschauen. Ja, das ist richtig. Am besten nach der Sendung. Jetzt geht's erstmal weiter mit diesem Promi. Thorsten, das weißt schon du. Das scharf. Schäm dich. Thorsten, holt auf. Mal sehen, welche Comicfiguren wir jetzt noch für dich haben. 6:3 für Stefan. Immer noch kleiner Matchball. Wer ist das? Ja, ich den Vornamen. Christian Audigier. Es ist Christian Audigier. Ja. Hat sich doch gelohnt, dass du in der Freizeit nur Ed Hardy trägst. Das ist der Sieg für Stefan. Er gewinnt. Wer ist das? Und bekommt 2 Punkte auf sein Konto. Das sind seine ersten heute Abend. 2:1 jetzt die Führung für Stefan gegen Thorsten. Spiel Nummer 3, liebe Zuschauer. Fanta 4, Tony Braxton und Lena auch noch heute Abend bei uns. Bis gleich. Schlag den Raab. Heute Abend geht es um eine 500.000 Euro zwischen Thorsten und Stefan. Und das ist unser nächstes Spiel. Speed Court. Kommt mit. Schon mal gehört den Begriff? Hier, der Profisportler. Ja, das ist völlig richtig. Hier rüber. Speedcourt spielen wir drüben im Nachbarstudio, weil es ja etwas größer ist. Wie sind so deine konditionellen Möglichkeiten? Sehr schlecht. Das glaube ich dir. Nur bedingt. Was machst du als Ruderer, wenn du wirklich nur schön auf dem Sessel oder was habt ihr also sonst so für... Rudern aus den Beinen auch, also nicht aus den Armen, sondern Arme, Beine, Rücken, alles. Und Ausdauer? Ja, Rad, Rudern, Laufen, Schwimmen. Wir haben übrigens gerade festgestellt, dass er schon mal als Gast bei TV Total war. Ist nicht dein Ernst? Ja, mit seiner Rudercrew vor, weiß ich was, 5 Jahren? 2006. Nach dem WM-Titel oder was? Nee, war vorher. Ich war in Cambridge 2 Jahre.
Da hast du übrigens auch gewonnen, Cambridge. Ne? Genau, das, ja, ging, genau, das war diese englische Rudermannschaft da zwischen Cambridge und Dingenskirchen. Ach Mensch, ihr kennt euch doch schon länger. So, das finde ich ja spitze. So, hier ist der Speedcord. Nicht nirgendwo drauf treten, was blau ist. Das ist ganz wichtig. Wir gehen mal in die Mitte. So. Auf diesem Monitor, ja, leuchten gleich die Felder auf. Immer ein Feld und das müsst ihr mit dem Fuß austreten. Moment, okay, 8. Ja, wenn ihr euch hier hinstellt, seht ihr auch genau, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein ausgetretenes Feld aktiviert automatisch ein neues. Am Ende des Programms leuchten nochmal alle Felder auf. Und zwar gleichzeitig und die müsst ihr alle austreten. Das Programm besteht aus 75 Feldern. Nur so mal rein zur Orientierung. Was heißt das? Wie lange dauert denn sowas? Ja, das kommt auf euch an. Wer das Programm in kürzerer Zeit bewältigt, gewinnt das Spiel. Beide Programme sind absolut identisch. Stefan beginnt. Das heißt, Thorsten, du wirst dich hier hinsetzen, werden dir die Augen verschließen, damit du dir nichts einprägen kannst. Und ihr habt jeweils ein Probeprogramm vorher. Also, kurzes Probeprogramm. Wo stehe ich? Hier drauf oder hier hinter? Nein, du stehst zu Beginn hier hinter. Ja, okay. Dann starten wir gleich mal mit einem Probeprogramm, dann kriegst du ein bisschen raus, wie es geht. Ja. Das hat so ein paar Felder nur und dann sage ich, wann es losgeht. Hand geht nicht. Ich kann nicht hier mit. So rauf geht nicht. Hand. Mit dem Fuß ist deutlich einfacher. Also, lass es dir gesagt sein. Und am Ende gehen alle an? Alle Felder gehen ganz am. Wenn das Programm zu Ende ist, 75 Felder, dann leuchten alle auf und dann müsst ihr alle, je nach dem, was ihr euch dann für eine Strategie erarbeitet, alle aus. Und wenn man die berührt, drücken, dann gehen die aus, oder? Richtig, was? Dann wird automatisch ein neues aktiviert. Feste oder ist wurscht? Nein, also einmal drauftreten reicht. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie. Nein. So, okay. Das leuchtet aber schon auf. Ja, wir sehen ja ein Probeprogramm und dann könnt ihr das sehen. Ja? Okay, also und die Zeit beginnt, sobald ihr das erste Feld ausgedrückt habt. Okay. Ja? So. Du kommst hier hin, setz dich bitte hier hin. Brille sobald auf. Wir das erste Feld ausgedrückt haben, also zum ersten Feld muss ich schon mal nicht hinrennen. Genau. Ja. Ja? Sehr gut. Du bekommst gleich auch vor deinem Durchgang kommt jetzt erst ein Probedurchgang. Ja, deshalb brauchst du das jetzt auch noch nicht zu sehen. Stefan, du bist soweit? Moment mal, ich muss mal kurz die Buchse, Gürtel, den Gürtel enger schnallen. Schön ins letzte Loch, wenn es geht. Vorsicht, es ist deine Glückshose. So. Athlet anmelden. So, das guck mal, das Probeprogramm würde jetzt mit einer 3 beginnen. Okay. Und dann gehe ich hier hin und dann muss ich direkt wieder zur 9, wa? Richtig. Und dann musst du. Okay. Ja, nee, mach mal weiter, mach mal weiter. Das Programm. So, und dann noch die 5. Wenn man währenddessen über die 1, 2 läuft. Das ist nicht schlimm. Okay. Also, du musst jetzt nicht um und die hier Felder. Muss ich auch beide? Drum. Genau. So, das war das Probeprogramm. Das ist aber die 1 und das ist die 2, das ist nicht zusammen als 12. Nee, genau. Okay. So, jetzt geh bitte runter. Jetzt würden wir mit dem richtigen Programm für dich beginnen. Wo ist der Hosenträger? Nein. Ach ja, ich hätte ganz gerne eigentlich eine kurze Hose, geht schneller. Kann man schneller mitlaufen. So, was heißt das jetzt? Leider zeitlich nicht mehr machbar. Es würde jetzt mit der 1 beginnen. Okay. Bist du fertig? Okay. Spiel 3, okay. Speedcourt, Stefan, dein Durchgang läuft. Okay. So, und dann wollen wir uns jetzt mal überraschen lassen, wie fit Raab ist. Also wir sehen, er muss die Felder da erwischen. Das ist übrigens ein Trainingsgerät, mit dem die Fußballer von Real Madrid gearbeitet haben. Also das ist wirklich, es geht um Koordination, es geht um Handlungsschnelligkeit, es geht natürlich auch um Fitness. Also schnell auffassen, wo das Feld aufleuchtet und sich dann eben von der Athletik her auch schnell hinbewegen. Also behende wie eine Gazelle ist er da. In diesem Court, in diesem Speedcourt, Stefan Raab. So, ein bisschen orientierungslos jetzt. Also man muss natürlich die Augen immer da auf die Tafel gerichtet haben, damit man weiß, wo man hin muss. Es sind 75 Felder insgesamt, die aufleuchten. Also das wird dann auch eine konditionelle Geschichte sein. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass Thorsten, der ehemalige Ruderweltmeister im Achter, da Vorteile hat. Ja, Raab jetzt fast schon orientierungslos und er pumpt auch schon ganz schön. Wir haben noch nicht einmal eine Minute. Also das ist noch nicht Highspeed, was er da abliefert, aber er weiß natürlich, da kommt auch noch einiges. Wie gesagt, insgesamt leuchten 75 Felder auf, also das ist schon ein strenges Programm. Ruud van Nistelrooy hat mal beeindruckende Bilder gegeben, als er bei Real gespielt hat, der da auf diesem Speedcourt agierte. Bayer Leverkusen will das übrigens in Zukunft auch als Trainingsform aufnehmen, die Bundesliga-Abteilung der Fußballer von Bayer Leverkusen. Aber jetzt wirkt er ein bisschen fußkrank, Stefan Raab.
Also das ist jetzt nicht mehr ganz so behende. Und er schnauft schon kräftig. Ja, das sieht so aus, als taumelte er da dem Ende entgegen. Wir sind bei 1,5 Minuten. Wir wissen natürlich noch nicht, was diese Zeit bedeutet. Denn das werden wir gleich erkennen, wenn Thorsten da im Speedcourt aktiv ist. Aber wir sehen und können zumindest erahnen, wie sehr das auf die Pumpe geht. Oh, da schnauft er schon. Hei, 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 hei. Oh, der pumpt. Oh, Raab pumpt. Na, vielleicht hat er da doch das Training nicht so intensiv gestalten können, wie er das normalerweise vor einer Schlag den Raab macht. Aufgrund seiner Verletzungen da nach der letzten Sendung. Wir sind über 2 Minuten und immer ist noch kein Ende in Sicht. Also immer noch nicht leuchten alle Felder, die er dann am Ende auch noch alle austreten muss. Ach, was pumpt der schon? Nicht, dass er gleich umfällt und sich auf so ein Feld legt, Raab. Was ist denn da los? Ach du meine Güte. Gehen auf die 2,5 Minuten zu. Immer noch nicht der Punkt erreicht, wo alle Felder aufleuchten. Er kann nicht mehr, sagt er. Er kann nicht mehr. Er muss aber. Hilft ja nichts. Ah, jetzt kommt nochmal die Anfeuerung vom Studiopublikum. Jetzt muss er alle austrampeln. Jetzt muss er einfach die ganzen Felder ablaufen. Oh, was schnauft er schon. Ja, eieiei. Oh, das wird eng für ihn, glaube ich. 2:43:76. Ich glaube, das wird eng. 2:43,76. Was ist Mario Basler? Bist du platt? Muss leider aus dem Feld, Stefan. Ah, warte, ich zieh dich. Yes. Mann, ey, warum macht ihr denn sowas? Hier. Kann ich da rüberlaufen, wie ich will? Du kannst da rüberlaufen, wie du willst. Ich kann auch, wenn die 7 Leute, kann ich rüberlaufen vorher. 2:43,76. Nimm Platz. 2:43. Muss nicht unbedingt auf dem Barhocker, wenn dir der Boden da hinten bequemer ist. Mach es ruhig. Genau, Thorsten, Schuhe zu. Auch für dich noch ein Probeprogramm. Soweit ist aber alles verstanden, oder? Ja, ich will nur mal wissen, wenn ich auf eine Zahl rauftrete, die ich nicht berühren dürfte eigentlich, ist egal. Das ist egal. Okay. Wichtig ist nur, dass du dann irgendwann die triffst, die angezeigt ist. Sagt mir an, wenn die letzten 10 sind? Nee. Nee. Oh, letzten. Du siehst ja, 20. Irgendwann kommen alle 12 Felder. Okay. Proprogramm ab, bitte, für Thorsten. Athlet anmelden. So, also auch da sehen wir schon, dass er sicherlich nachher das optimieren muss, wie er immer auf die Tafel schauen kann. Und 1, 2. So, das war das Probeprogramm. Jetzt nochmal runter von den beiden. Alles klar soweit? Was war denn ein Trick, Stefan? Es geht los. Dein Programm startet jetzt. Und drauf. So, auf geht's. Also jetzt immer den Kopf auf die Tafel gerichtet halten. Von der Athletik, von der Kondition müsste das hier für den ehemaligen Hochleistungssportler, für den Ruderweltmeister sprechen. Dann hat er natürlich auch sehr, sehr lange Gräten. Also er kommt da schnell hin, aber die Gefahr des Überpacens am Anfang ist natürlich relativ groß, weil man das einfach nicht einschätzen kann, wie lange das dauert. Man hat ja keine Ahnung, wie weit man ist. Er zählt ja die Felder nicht mit. Matthias Oppenhövel hat vorhin gesagt, insgesamt 75 Felder, die aufleuchten. Aber da zählt er natürlich nicht mit. Also, oh, da hat er jetzt Zeit verloren. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie er jetzt hier in der Zeit im Vergleich zu Raab liegt. Auch er lässt es noch relativ gemächlich angehen. Wie gesagt, es wird die Handlungsschnelligkeit gefördert. Es wird natürlich auch die Athletik trainiert, keine Frage. Denn wir haben das bei Raab gesehen, der da wie ein Maikäfer lag nach seinem Durchgang, wie sehr das an die Kondition geht. Also er läuft da so ein bisschen orientierungslos wie ein Balletttänzer hin und her. Und hat ja selbst gesagt, ja, meine Kondition, da weiß ich auch nicht so im Moment. Und will ja die 500.000, wenn er sie heute gewinnt, nutzen, um sich doch nochmal eventuell für den Deutschland-Achter 2012 in London bei den Olympischen Spielen zu qualifizieren. Also ich finde, er verschenkt ein bisschen Zeit durch seine Orientierungslosigkeit teilweise. Wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen. Er ist jetzt bei 1,5 Minuten gleich. Vom Gefühl her, glaube ich, ist er ein klein wenig schneller als Stefan. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen Fischen im Trüben hier aus der Kommentatorenkabine. Der Ruderweltmeister von 2006, Thorsten, für den es hier heute um 500.000 Euro geht. Die hat er nämlich im Sack, wenn er heute Stefan Raab schlägt. Aber der taumelt auch schon ganz schön. Ja, das ist was anderes,
dieses behende Tänzeln hier im Speedcourt im Vergleich zum Kraftbolzen fürs Rudern. Jetzt ist er gleich bei 2 Minuten. Wenn er jetzt noch unter 40 Sekunden braucht für den Rest, dann gewinnt er Speedcourt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann hier alle aufleuchten, wann er nur noch den Brand austreten muss im Speedcourt. Oh, jetzt sieht das wirklich so aus, als würde er gleich stolpern. Der pumpt auch schon. Jetzt, ja, das schafft er. Das muss er schaffen. Das geht ja gar nicht anders. Das muss er schaffen. Jetzt muss er sie alle austreten. Dann hat er es. Aber er guckt nicht richtig. Jetzt hat er es. Aber was macht er denn? Er hat es. Ja. Ja. 9 Sekunden schneller. Thorsten mit 2:34.07. Guck mal. Ist auch alle. Thorsten. Ich war 10 Kilo. Jetzt habt ihr aber mehr Laktat im Blut als eine Kuh im Euter. Meine Herren. Wahnsinn. Das sind die Punkte für Thorsten. Geht's dir gut? Ja, klar. Du führst 4:2, mein Junge. Freu dich. Und wir gehen rüber. Stefan? Kann ich nicht gehen. Doch. Soll ich Huckepack machen? Oh, die Wahnsinn. Ganz langsam rübergehen. Hat doch Spaß gemacht, oder? Klar. Das Schlimme ist, dass du nicht wirklich beschleunigen kannst und immer wieder dieses Abbremsen, das geht dermaßen in die Oberschenkel, sowohl als auch in die Waden. Viele. Ich habe mich halt ein paar Mal verlaufen auch, obwohl das ihm auch passiert. Ja. Irgendwann hast du die Kontrolle nicht mehr. Du kommst da hinten an, denkst du, scheiße, wie war das jetzt nochmal? Ja, viele Fußballmannschaften trainieren damit. Buschi hat erzählt, Real Madrid, Bayer Leverkusen. Ich glaube, aus diesem Grund ist auch Christoph Metzelda da zu Schalke geflüchtet. Also das ist ein brutales Gerät, aber ihr habt das ganz gut gemacht. Die wiegen ja auch weniger. Was hast du, 110? Ja, 109,9 heute Morgen. Okay. Nach dem Frühstück mit jetzt Dienst. 105. So viel ist sicher. So, kommt wieder rein ins große Studio und lasst euch ein wenig unterstützen vom Publikum. Die bauen euch wieder auf, wenn ihr nur noch schwarz-weiß seht. Und das ist unser nächstes Spiel, Spiel 4. Trinken! Na, das kommt doch wie gerufen. Hier bitte. Zu unserer Theke? Nein, 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 nein. Hier, du guckst gar nicht. Ein Pilz, bitte. Was? Auf die Seite, bitte. Entschuldigung. Jetzt nicht, wo man pusten muss. Muss man da reinpusten? Das Spiel heißt Trinken. Deshalb müsst ihr auch nicht pusten. Nicht seitlich stellen, bitte hinter jetzt den Tresen. Trinken? Natürlich. Zum Trinken muss man atmen. Atme durch die Nase. Ihr müsst trinken. Ja, sieht so ein bisschen aus wie die Druckbetankungsanlage in der Dorfdisco hier, aber ihr müsst schön was trinken und nicht hierhin. Nicht spicken, Freunde. Ihr müsst. Muss man richtig runterschlucken? Ja. Ja, ihr wisst ja wohl Durst haben nach diesem Spiel. Kommt drauf an, wie viel man trinken muss. Und was ihr trinken müsst. Und was man trinken muss, kommt auch noch drauf an. Wasser. So viel kann ich verraten. Ihr müsst jeweils aus einem mit Wasser gefüllten Gefäß möglichst genau einen halben Liter heraustrinken. Ah, das ist schon einfach. Wer die 500 Milliliter genauer erreicht, der gewinnt dieses Spiel. Von oben oder von unten ist egal? Ist egal. Okay. Könnt auch ein bisschen mehr trinken, ja. Aber wer möglichst also wenn ich 530 habe und der andere hat 430, dann habe ich gewonnen. Richtig. Ihr spielt gleichzeitig, habt allerdings ein Zeitlimit von 2 Minuten. Nun trink doch nicht das jetzt. Oh, nee. Was ist es denn? Wasser oder Milch? Es ist Wasser. Ja, es ist Wasser. Habt ihr Fragen? So, das nehme ich euch weg, damit er nicht durcheinander kommt. Nur das leckere Liter. Wasser aus dem Strohhalm. Halben Liter, ja? Halben Liter. Ich kann es auch ausspucken, ist egal. Muss nicht trinken. Das wäre aber ganz gut. Das ist egal, wir haben, siehst du hier einen Sangria-Eimer, wo du was reinpumpen kannst? Nein. Also trinkt es schön, es wird euch gut tun. Da muss ich aber gleich öfter mal raus, wenn Sie mich dann entschuldigen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben kabellose Kameras. Okay. So, Spiel 4, trinken eure Geschwindigkeit ist egal. Wenn ich meine, ich habe das halbe. Genau, aber ihr habt ein Limit von 2 Minuten. Ja? Okay, sehe ich irgendwo eine Uhr? Nein, aber ich sage euch es an. Ja? Okay. Zeit sage ich euch an. Seid ihr bereit? Ja. Spiel Nummer 4, trinken. Auf die Plätze, fertig, los. Die 2 Minuten laufen.
So, und das ist natürlich jetzt eine spannende Angelegenheit. Wie will man das beurteilen, wie viel man da schon getrunken hat? Hat man irgendein Gefühl, was zum Beispiel 0,1 Liter sind, also so ein Kölschgläschen? Das müsste Raab ja eigentlich wissen. Ja? Ganz, ganz schwierig. Also auch da jetzt das einzuordnen, was da in ihren Köpfen vor sich geht. Also wieder mal ein verrücktes Spiel hier bei Schlag den Raab. Aber genau das macht's ja aus. Also da wird's interessant sein, hinterher von den beiden zu hören, wie sie da agiert haben, was da die Grundlage ist. Wir sehen jetzt bei Raab, ich darf Ihnen übrigens sagen, dass ich jetzt im Studio nicht zu hören bin, dass also da keine Tipps gegeben werden können. Denn bei Raab, dass er jetzt bei 0,8 Litern ist. An die 0,5 Liter Marke müssen Sie sich rantrinken. So, Thorsten, unser 110-Kilo-Kandidat. Da kommt gerade von Matthias Oppenhövel die Ansage. Nur noch eine Minute Zeit. Also jetzt müssen Sie schon mal ordentlich einen Zug nehmen, da? Also ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also der Bauch müsste da schon auch was aufnehmen können, auch bei Raab. Und Thorsten hat die Ruhe weg. Es ist gleich noch eine halbe Minute. Es ist unglaublich. Fast gleich auf, die beiden. Noch 30 Sekunden. Das ist jetzt interessant. Was will Raab da erkennen bei Thorsten? Was geht in dem Kopf da manchmal vor bei Stefan Raab? Jetzt noch der Blick von Thorsten rüber. So, Raab als nächstes. Also, wir sehen, bei beiden fehlen noch 0,2 Liter. Und es sind nur noch 10 Sekunden. Sind also beide relativ weit weg vom Ziel. Haben offensichtlich keine Ahnung, wie weit sie sind. So, und jetzt gewinnt Raab das Ding. Er gewinnt. Und vorbei. Ja, dann kommt doch mal rüber, was ihr hier so getrunken habt. Danke an die Tour de France. Ja, so. Was denn? Das sind... Hab ich? 300... 330 ja, Milliliter getrunken bei Stefan. Boah, wenn ich gewusst hätte, dass das Rote eingefärbt ist, lieber Freund. 90. Das ist der Sieg für Stefan Raab. Raus nicht wischen. Komm rüber, Stefan. Was willst du gucken noch? Du, dass ich nicht gewusst habe, dass das rot ist. Da ist bestimmt wieder so ein komischer Farbstoff drin. Nein, das ist alles ganz lecker gewesen, oder? Hat wie Wasser geschmeckt, aber muss jetzt hin und wieder mal aufstoßen, wenn es dich nicht stört. Kriegst gleich noch einen Eimer davon, ja, wenn es gemundet hat. Das sind die Punkte für Stefan Raab. 4 bekommt er aufs Konto und damit geht er wieder in Führung. 6-4. Für Stefan vor dem 5. Spiel, Ladies and Gentlemen. Bis gleich, Thorsten gegen Stefan. So, Jungs. Erholt? Klar. So gerade, ne? Dann freut euch mal hier drauf. Das ist unser nächstes Spiel. Badminton! So, sofort umziehen! Hat er das nicht eben, hast du das nicht eben gemacht? Nein, das haben alle gemacht, aber du nicht, oder? Hast du das in der Matz, war das nicht, hast du das nicht gespielt? Nein, das war. Nee, Gott sei Dank. Ann-Christine konnte es, Gerhard konnte es. Stefan kann es nur so bedingt. Wir haben es ja schon mehrfach ausprobiert. Und, liebe Zuschauer, an dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass dieses formschöne Gesellschaftsspiel käuflich zu erwerben ist. 30 Spiele, Originalspiele aus Schlag den Raab kann man im Handel jetzt kaufen. Und weil mich das hier moderativ ein wenig behindert, würde ich sagen, das ist euer erstes Geschenk. So, könnt ihr behalten. Ich weiß ja nicht, wie schnell Thorsten im Umziehen ist, deshalb, du kannst es auch gerne aufbauen, dann spielen wir jetzt mal eine Runde. Oder ist ein flotter Umzieher? Solche Details verrate ich nicht im Fernsehen. Na, okay, alles klar. Wie ist er im Badminton? Gut. Ja? Ja. Genauso konditionsstark wie beim Speedcourt? Ich denke schneller jetzt. Ja? Ja. Aber er hat, ist natürlich echt eine Kante mit 110 Kilo. Das muss ja, die muss man abbremsen. Also, ihr seid aber nach wie vor guter Hoffnung. Absolut, sehr gut. Sehr gut. Pass aufs Mikro auf. Ist teuer. So, gehen wir mal rüber. Wie die Jungs, ich weiß gar nicht,
kurze Hose, lange Hose? Mit so leichten Schlägern und leichten Bällen finde ich immer. Das lohnt sich. Das eigentlich gar nicht. Hallöchen. Zweimal schlecht ausgesehen, ich glaube. Ja, guck mal, wer 20 Jahre für so einen Körper trainiert, der will ihn auch mal zeigen. Donnerwetter, ach so sehen Muskeln aus. Ja. Du warst jetzt nicht Badminton-affin, oder? Nee. Thorsten? Nee. Kann nur rudern. Ja. Aber das vor und zurück. Stefan, es ist auch nicht deine Lieblingssportart. So viel kann ich verraten. Ja, ich glaube, ich habe da bisher immer eigentlich nur dann gewonnen, wenn der Gegner auch besonders schlecht war. Sprich, aber eigentlich, wir haben zweimal gespielt, noch nie, oder hast du es einmal gewonnen? Ich glaube, ich habe einmal gewonnen. Dir, aber das auch nur, weil der Gegner auch noch schlechter war als ich. Das war wirklich Not gegen Elend. Und so kann man es auf den Punkt bringen. Da hoffe ich jetzt drauf. Alles dran? So, dann lasst mich mal ganz schnell meine Regelkärtchen holen. Gerd, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Unser Schiedsrichter Carsten Koch, wie immer an der Stelle hier, wenn wir Badminton spielen. Es gelten die offiziellen Badminton-Regeln. Spielfeld ist lang und schmal. Carsten, das heißt, die beiden Außenlinie ist die innere. Aber die hintere. Aber die hintere. Ja? Okay. Ihr spielt einen Satz bis 15. Zwei Punkte Abstand sind erforderlich. Höchstens aber bis 21. Das heißt, 20-20, dann entscheidet der nächste Punkt. Ne? Einen Satz nur? Einen Satz nur. Die Münze entscheidet, wer anfängt, Carsten. Aber erst wollen wir noch was zum Aufschlag sagen. Sehr gerne, wenn du das vorbereitet hast. Gut, das erste, aufschlagen bei geraden Zahlen von rechts und bei ungeraden von links. Dann musst du das rechnen. Sie sitzen ja da und sagen dann. Ich bemühe mich. Ich habe schon einen Zeller gemacht. Ich sag vorher, den Aufschlag bitte von unten ausführen und nicht über Kopf. Und der Ball muss dann ins gegenüberliegende Feld, ist das richtig? Immer genau, schräg, so immer diagonal und über die gelbe Linie hinaus. Von hier drin, oder? Genau. Hier drin, da rein. Da hinten rein. Okay, alles klar. Und wenn einer den Punkt gemacht hat, bekommt der Aufschlag. Ne? Derjenige, der den Punkt macht, darf als nächster aufschlagen. Aber okay. Wer nicht Aufschlag hat, kann trotzdem einen zählbaren Punkt erzielen. Genauso ist es. Ah, habe ich doch wieder alles verstanden. Ja. Wollen wir wählen? Genau. Also gerade auf rechts, ungerade links. Oder? Er sagt es doch immer. Er sagt es dann. Ja. Dann. Konzentrier dich aufs Schlagen. Rot oder gelb? Gelb wieder. Wie eben. Gelb. Ja, das zumindest klappt immer gut. Das heißt, darf er jetzt anfangen oder darf er sich aussuchen? Er darf sich aussuchen. Ach, hier darf er auf einmal aussuchen. Ich nehme die. Du fängst an. Willst du auch anfangen? Ach so, klar. Mit Aufschlag. Ja, okay. Gut. So, Carsten, er klimmt den Stuhl also und wenn er oben ist, geht es los. In der Zwischenzeit ein Spot und dann beginnen wir mit Badminton. Spiel Nummer 5, Badminton bei Schlag den Rab. Buchse zu, Stefan, und dann geht es los. Aufschlag, Thorsten. Thorsten schlägt auf, 0 beide, bitte spielen. So, also. Aufschlag von unten. Im Moment hat es ein bisschen was von Federball. Jetzt versucht Thorsten Stefan weit hinten zu halten, aber Punkt, das scheint Stefan nicht unbedingt 1-0 seine Sportart zu sein. Von links aufschlagen. So, Rab also mit der Führung, jetzt mit dem Aufschlag von unten. So. Also das ist ja das Bestreben beim Badminton, eins beide. Den Spieler, den Gegner von weit links, hinten an die Grundlinie zu binden. Das macht Thorsten hier gut, Raab verschätzt sich völlig. 1-1. Punkt für Thorsten, 2-1. Ha! Fehler. Nee, fällt noch nicht. Muss rübergeben. Ein Punkt oder was? Punkt für ihn, ja. Boah, das ist, das ist Regel, aber das ist hart. Da ist ihm der Ball mehr aus der Hand gerutscht, aber das war natürlich eine harte Entscheidung. Aber so ist das Regelwerk. So ist das Regelwerk. Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass Sie gerade den Schiedsrichter auspfeifen, oder?
Ich meine, das war ja... War, ist das so, ne? Wenn das mir passiert, wäre das auch ein Fehler? Wie bei Johannes. Nein, natürlich nicht. Also Raab macht wieder Mätzchen, davon darf sich okay. Thorsten nicht beeindrucken lassen. Aus. Oh, ja. Punkt für Stefan. 3-2. Gutes Auge, wenn er das sofort so gesehen hat vom Schiedsrichter. Knappe Führung für Raab. Ja. Den hat er gar nicht richtig getroffen. Ich glaube, mehr mit dem Rahmen der Treffer von Raab. Aber erstmals 2 Punkte Führung für Stefan. Ja. Punkt für Thorsten. 3-4. Ja, beide sehr vorsichtig, beide sehr vorsichtig. Oh, Raab. Aus. Hat er Glück oder ein gutes Auge, wie auch immer. Punkt für Stefan. 5-3 von links. Wieder von links. 2 Punkte Führung von links, weil es eine ungerade Punktzahl für Raab ist. Wieder so ein Rahmentreffer, diesmal von Thorsten. Punkt. Den hat er nicht richtig erwischt. 4-5. Aber das ist völlig Schnuppe, sein Punkt. Er ist wieder dran. Oh, jetzt die Rückhand. Ah! Zu kurz der Ball. Punkt für Thorsten. Thorsten ist wieder im Geschäft. Von links. Beide sehr, sehr vorsichtig. Aus. Und jetzt ist Thorsten knapp vorn. 6-5. Aufschlag von rechts für Thorsten. 6-5 die Führung. Punkt für Thorsten. 7-5. So, Raab viel zu weit vorne und dann wie so eine prima Ballerina. Das ist gut gespielt jetzt von Thorsten. Ist gut gespielt. Sehr schön variiert von der Länge. Dann Raab auf der Rückhand in Probleme Punkt gebracht. Thorsten, 8. Und so macht er den Punkt. Und das war richtig schön erspielt von Thorsten. Oh, Raab kommt weit nach vorne, das ist natürlich riskant. Punkt für Thorsten. Und jetzt hat Thorsten das im Griff. 6 Punkte in Folge für Thorsten. Imposante Zeitlupe von Raab da. Moment. Hier? Von links, ja. Er ist aus. Aus. Punkt für Stefan. Aber er kann sich das im Moment sogar leisten. Ja, oder? Von rechts. Führt noch mit 9-6. Von rechts, bitte. Ja, das sieht Stefan Raab natürlich so. Jetzt muss er die Aufholjagd starten. Kommt ihm natürlich seine Reichweite zugute. Steht da wie eine Wand. Jetzt der kurze Ball von Raab. Im Moment wirkt es so, als müsse Thorsten den Ball hier nur im Spiel halten. Raab beschäftigen und zu Fehlern zwingen. 4 Punkte Führung, 5 fehlen ihm noch. Dann hat er Badminton gewonnen. Fehler. Mann! Punkt für Thorsten. 11-6. Also Stefan spielt so ein bisschen wie beim Tennis, wenn er da ans Netz vorgeht. Von links, bitte. Klare Führung. 11-6. 4 Punkte fehlen Thorsten noch. Und das war mit Gefühl. Punkt für Thorsten. 12-6. Jetzt braucht Raab ein kleines Badminton-Wunder. Punkt für Thorsten. 13-6. Von links. Kann er nochmal zurückkommen? Ja. Punkt für Stefan. 7-13. Aber 6 Punkte der Rückstand. Er muss von links aufschlagen, weil er eine ungerade Punktzahl hat. Und Thorsten fehlen nur noch 2 mickrige Pünktchen. Oh, das ist ein Elfmeter. Ja. Boah, unglaublicher Einsatz von Raab. Aber schön zugemacht von Thorsten. Und er hat 7 Matchbälle. Wunderbar hier. Ah, der war auch schon auf dem Boden, der Ball.
Trotzdem klasse Einsatz von Raab. Matchball, Thorsten beim Badminton. 14, Spielpunkt 7 von rechts. Von rechts. Danke, Carsten. Danke. Komm runter. Mach ich gerne. Oder willst du oben sitzen bleiben? Wir haben noch einige Spiele. Am Anfang waren Sie Feierabend. Gut als Schiedsrichter. Nachher haben Sie ein bisschen nachgedacht. Ja, es kommt davon, wie man das sieht. Ne? Ja. Carsten, vielen Dank. Und das sind die Thorsten-Punkte. Die werden wir Ihnen jetzt zeigen hier. Er dreht. 9-6 jetzt für Thorsten. Da sehen wir jetzt den Matchball schön nach vorne gelockt. Und Stefan von hinten. Nee, da werde ich. Mit der Schippe. Das hat nicht gereicht. Ja, wieder viel Bad und wenig Minken bei Stefan. Aber es ist immer wieder ein schönes Spielchen. Wollt ihr was trinken? Hab ich schon, danke. Noch mehr bitte. Noch viel, viel mehr. Wir haben noch einiges vor mit euch. Zum Beispiel das hier, unser nächstes Spiel. Marienkäfer. Marienkäfer. Ihr seht gleich immer ein paar krabbelnde Marienkäfer mit Punkten auf dem Ach, Rücken. Nee, nicht schon wieder sowas. Ihr müsst die Punkte aller Marienkäfer zusammenzählen. Boah. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner den Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Also hier kein Abstauber möglich. Wer als erster 6 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Pro Bahn gibt es immer nur einen Käfer. Also die ist, okay. 4 Bahnen, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, es werden auch mal mehrere Bahnen, aber pro Bahn immer nur ein Käfer. Die Käfer laufen schon mal aus dem Bild raus, kommen aber auf der gleichen Bahn wieder zurück. Okay, dann heißt es, man muss, dann ist es nicht ein neuer Käfer, den man nochmal zählen muss. Nee, genau. Okay. Pro Bahn immer nur ein Käfer, der zwar mal rausläuft, aber dann wieder zurückkommt. Okay. Wir machen mal ein Beispiel. Wie viele Punkte haben alle Käfer zusammen addiert? 11. Stefan sagt 11. Oder 12. 11. Ich glaube, es waren 11. Erste Antwort zählt immer. Wir zählen mal durch. Schwitze. Wie viele waren es? 3, 2, 4, 5, 11. Ist ja? Na, es waren 11. Das heißt, das wäre jetzt ein Punkt für dich, Stefan. Hättest du 12 gesagt, wäre es ein Punkt für Thorsten. Alles verstanden? Jo. Okay, nach einem Spot legen wir los mit Marienkäfer. Marienkäfer ist unser 6. Spiel. Bei Schlag den Raab, Thorsten gegen Stefan. Wer als erstes 6 Punkte hat, der gewinnt dieses 6. Spiel. Wir beginnen mit dem ersten. Lass mich kurz fragen. Ja? Es sind auch immer auf allen Bahnen dann welche. Ja. Also wenn jetzt hier zum Beispiel nur 2 Bahnen laufen und ich würde jetzt warten. Und es kommt immer irgendwie einer noch. Pro Bahn ist immer ein Käfer da. Ja? Es geht los. Die ersten Käfer bitte ab. Wie viele Punkte haben alle zusammen? 14. Stefan hat als erstes gedrückt, sagt 14 Punkte. Wir zählen. Stimmt. Und er ist sich nicht so wirklich sicher, aber er hat recht. Erster Punkt, 1-0 für Stefan. Weiter geht's. Thorsten? 22. Thorsten sagt 22. Wir zählen auch diese Käfer. Es sind 23. Das ist eine falsche Antwort, das heißt, dieser Punkt geht an Stefan, der führt mit 2-0. Als erstes 6 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Weiter geht's. Hier sind die nächsten Käferchen für euch. Wieder Thorsten als erstes. 19. 19, sagst du. Ich
glaube, es waren 20, wenn ich mich richtig... Aber ich bin was? 22 hättest du gesagt? Nee, ich glaube, ich waren 20. Ich bin mal nicht okay, sicher. Wir kann gucken. Sein, dass mir einer zu viel über die Leiste gerutscht ist. Nee, es sind 19. Erster Punkt für Thorsten. Nur noch 2-1 für Stefan. Nächste Rutsche. Thorsten. 27. 27. Ja. Stimmt, glaube ich. Stimmt, glaube ich. Stefan sagt das. Sehr stimmt, glaube ich. Wir gucken einfach mal. Ich hab den. Ja. Und damit gleicht Thorsten aus. Aus 0 zu 2 wird 2 zu 2 unentschieden. Der ganz rechte verschiebt sich hier ein bisschen bei mir unter den Bildrand. Bei mir auch. Hast du es auch? Okay, alles klar. Dann ist das richtig. Dann ist ja fair. Ja. Es geht weiter. Thorsten. 24. 24. Die ist immer, jetzt immer der Schnellere. Ist denn 24 auch richtig? Ja. 3 zu 2. Den Spielstand gedreht von 0 zu 2. 3 zu 2 Führung für Thorsten. Der braucht nur noch 3 Punkte. Stefan noch 4. Und die nächsten Käfer kommen. Stefan, 28 hast du gesagt. Bitte 28. Oh. Und betet nach oben zum Marienkäfergott. Bist du sicher? Ich muss ja sind es denn 28, wie Stefan sagt? Ja! Es sind 28 und das ist der Ausgleich. 3-3. Da sind wir Tierliebhaber. 3-3 unentschieden, jeder noch 3 Punkte zum Sieg. Hier sind die nächsten Käfer. Geht doch gar nicht. Ja. 31. 31, sagt Stefan. Der ist echt ganz schwer zu sehen unter dem Bildrand. Geht das hier auch so? An der rechten Seite ist immer ein halber Punkt verdeckt. Das klappt doch ganz gut für euch. Wir lösen auf. 31, sagt Stefan. Ja! Das ist richtig. Wow. Wieder die Führung für Stefan. 4-3. Noch 2 Punkte für ihn, 3 für Thorsten. Und wir haben noch ein paar für euch. Thorsten? 24. Thorsten sagt 24 und wir gucken nach, ob du recht hast. Nein, da kommen noch 4 drauf. Das ist eine falsche Antwort. Das ist der 5. Punkt für Stefan, der jetzt mit 5-3 in Führung geht. Der war verdeckt. Ein Punkt noch und dann gewinnt er. Das ist echt brutal. Man muss halt Glück haben, dass man in dem Moment auf der Spur ist, wo der eine Käfer dann gerade auch zu sehen ist. Wir sind so gemein, ich weiß. Ja, ja. Ein Punkt noch für Stefan, okay. 3 für Thorsten. Spiel 6, Marienkäfer, kleiner Matchball für Stefan. Hier sind die nächsten. Ja. 35. Thorsten hat gedrückt, sagt 35. Ich glaub, es waren 34. Wir schauen nach, ob er recht hat. Wenn es falsch ist, gewinnt Stefan dieses Spiel. Ich meine, es waren 34, aber ich kann mich noch vertan haben. Es sind 35! Nein!
Damit verkürzt er auf 5-4. Er kommt heran, nach wie vor kleiner Matchball für Stefan. Marienkäfer ab, bitte. Oh. Thorsten? 27. 27 als Frage formuliert. Gar nicht alle gesehen. Wir schauen mal. Ja. Und damit schafft Thorsten den Ausgleich. 5-5. Und mit den nächsten Käfern haben wir die Entscheidung. Ihr braucht jeweils nur noch einen Punkt. Hier sind sie. Bitte. Darf es noch ein bisschen mehr sein, Herr Metzger? 29, sagt Stefan. Wenn das stimmt, hat er dieses Spiel gewonnen. Wir schauen. Wenn es falsch ist, gewinnt Thorsten das sechste Spiel. Bitte. Es sind 29! What a thriller! Marienkäfer geht an Stefan Raab und das sind seine 6 Punkte. Und damit geht er wieder in Führung mit 12-9 gegen Thorsten. Ich hasse das total, das hasse ich. Und ich habe das Gefühl, ihr seid kaputter als nach Speedgod. Und das ist unser nächstes Spiel. Crosscard, und zwar dort draußen auf Stefans Lieblingsspielwiese. Da haben wir eine Crosscard-Bahn für euch aufgebaut mit zwei schönen, da sehen wir sie. Treten aus? Nee, ist schon Motor dabei. Gott sei Dank. Zieht euch um. Ja. Helm nicht vergessen, Stefan, ist sehr, sehr wichtig bei Außenspielen. Hier bei Schlag den Raab, Crosscard. Und dann kommt auch noch Toni Braxton und Lena. Alles das heute Abend bei uns live. Bis gleich. Schlag den Raab. Es geht um 500.000 heute zwischen Thorsten und Stefan. Spiel Nummer 7 heißt Crosscard. Das ist eines davon. Und ihr müsst nacheinander 6 Runden mit diesen Crosscards fahren. Es geht darum, die schnellste Rundenzeit zu fahren. Und wer nach 6 Runden Fahrzeit die schnellste gefahren ist, gewinnt das Spiel. Es gibt eine Einführungsrunde. Und dann 6 okay. Runden und dann fliegender Start. Und dann werdet ihr von mir abgewunken. Stefan beginnt. Setzt sich schon mal rein. Du bist angeschnallt, kurz eingewiesen. Wir machen einen Spot und dann können wir auch schon loslegen. Ansonsten wie ein ganz normales Kart, ja? Richtig. Genau. Also passieren. So, wir sind wieder da. Sitzen bleiben. Stefan, extra für dich ein Überrollbügel, damit du nicht wieder eine Epidermisschicht verlierst. Alles in Ordnung? Bequem? Ja. Wir fahren mit dem gleichen Auto. Nein, es gibt dann gleich noch ein weiteres. Sind die denn identisch abgestimmt? Die sind absolut identisch. 9 okay. PS, 270 Kubik, 45 km/h. Ne? Haben gleich richtig. Viel Sprit. Thomas, alles richtig. Gleich viel Sprit drin. Gleich viel Sprit drin. Mach dir keine Sorgen. Schön langsam fahren, Stefan. Tu dir nichts. Ja? Spiel 7, Crosscard. Das Visier beginnt jetzt. Runtermachen, bitte. Visier, bitte es geht runter. Hier los, ne? Also ja. Einführungsrunde. Und dann hier fliegender Start. Okay, fliegender Start, okay. Genau, okay. Los geht das. Okay? Jawohl. Kann ich fahren? Du kannst. Also, das müsste Stefan Raab natürlich entgegenkommen hier.
Alles mit Motor unterm Hintern, das Marker. Mal schauen, wie er hier um die Kurve driftet. Sicherheit wird groß geschrieben bei diesen Fahrzeugen. 9 PS Motor. Und es wird jetzt bei der Einführungsrunde darauf ankommen, sich schon mal die Ideallinie einzuprägen. Und dann wird man natürlich während der einzelnen Durchgänge lernen. So, jetzt fliegender Start für Stefan Raab. Die erste gezeitete Runde. Das liegt ihm, dieses Driften um die Kurven. Fuß ist auf dem Gas. Die Bremse wird ihn kaum interessieren. Das ist typisch Stefan Raab. Da fliegt er um die Kurve. Das sieht gut aus. Dann etwas Gas wegnehmen, aber nicht bremsen. Da hat er ein bisschen verloren. Da ist er zu weit in die Heuballen abgedriftet. Aber wie gesagt, der lernt da ganz, ganz schnell. Hier hat er die Kurve gut angeschnitten. Also wir werden so bei 25, 26 Sekunden liegen. 26,29 die erste gezeitete Runde. Wir können noch nicht einschätzen, was das wert ist. Schauen wir mal, ob er jetzt die Zeit schon verbessert. Wie gesagt, die Dinger sind sehr, sehr auf Sicherheit getrimmt. Und den interessiert eh nicht mehr, ob er da das Jochbein gebrochen hatte, ob die Kieferhöhlenwand beschädigt war. Das juckt den Ehrgeizling jetzt überhaupt nicht mehr. Und bisher ist es ja ein super spannender Abend. So, ich glaube, das ist keine bessere Zeit. Ich glaube es nicht nur, wir sehen es auch. Aber wir sehen fast identisch die zweite mit der ersten Runde. Jetzt die dritte gezeitete Runde für Stefan Raab. Oh, da ist er lange vom Gas gewesen, hat man deutlich gehört. Mit der Bremse arbeitet er, glaube ich, gar nicht viel. Er nimmt, wenn, dann etwas Gas raus. Jetzt stark gedriftet. Das könnte eine bessere Zeit geben. Das wird eine bessere Zeit geben. 25,76. Die vierte Zeitrunde für Stefan Raab. Kommt da unter die 25 Sekunden, dann wäre das, glaube ich, schon ein ganz schönes Brett für Thorsten, der übrigens ja mit seiner Körperlänge und seinen 110 Kilo Körpergewicht da sicherlich mehr Schwierigkeiten schon allein von der Sitzposition und vielleicht auch ein bisschen vom Gewicht haben wird. Raab wird sich wieder verbessern. Raab 25,14. Das ist typisch für diesen ehrgeizigen Hund, Stefan Raab. Da wieder mit dem Drift rum um die Kurve. Hier hat er etwas Zeit verloren. Jetzt weiß ich nicht, ob das wieder eine bessere Zeit wird. Da kommt er gut durch. Das könnte ganz, ganz eng werden, aber es wird etwas schlechter. Aber es ist schon erstaunlich. Alles im 25,3 bis 26,5 Bereich. Also wie ein Uhrwerk. Stefan Raab hier auf diesem Kurs mit dem Crosscard. Jetzt seine letzte gezeitete Runde. Und dann wissen wir gleich, welche Zeit für ihn steht, die es für Thorsten zu unterbieten gilt. Jetzt noch einmal Vollgas und ich glaube, er kommt noch mal unter die Zeit. Jawohl! Und jetzt ist er unter 25. 24,67 und ich glaube, das kann ja nur ein Eindruck für mich sein, aber das war eine gute letzte Runde und ich bin gespannt, was Thorsten macht. 24,67. Die beste Runde für Stefan. Und es war auch automatisch die letzte. Hier sehen wir Stefan drifting. Und, alles heile? 24,67, die letzte Runde war die schnellste. Okay. Gutes Gefühl gehabt? Ja, also man hätte es noch besser machen können, aber man lernt von Runde zu Runde dazu. Okay, und jetzt Thorsten. Gibt keinen Rückwärtsgang. Wenn du dich irgendwie in die Strohballen verfahren solltest, wirst du wieder rausgeschoben. Dann ist die Runde natürlich nicht ganz so optimal, aber du hast ja insgesamt 6 Stück. Auch für dich eine Einführungsrunde und dann fliegender Start. 24,67, deine beste Runde. Alles gut? Einführungsrunde, fliegender Start, 6 Runden auch für dich, Thorsten. So, jetzt heißt es also für den Ruderweltmeister, sich auf dieses Gefährt einzustellen. Ist ein bisschen was anderes als ein Ruderboot. Er sitzt auch ein bisschen wie der Affe auf dem Schleifstein. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Kante, eine Hühne. Und der bringt ja ordentlich Gewicht mit. Und dieses Gewicht schiebt jetzt erstmal die ganzen Strohballen beiseite. Diesmal zurück. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt für diesen Ausflug ins Stroh gibt, dann ist es die Einführungsrunde. Also von daher ist das jetzt zu verkraften. Bei den gezeiteten Runden sollte er sich da gleich etwas anders anstellen. Aber wie gesagt, man lernt aus dieser Einführungsrunde. Hoffentlich auch Thorsten. So, jetzt
gewöhnt er sich jetzt wieder ein bisschen dran. Wie gesagt, vielleicht hat er sogar einen kleinen Nachteil aufgrund seiner Körperlänge von der Sitzposition her. Jetzt wartet er nochmal ab, dass da auch wirklich die Strohballen wieder gerichtet sind, damit da auch nichts passieren kann. Aber ich hätte fast gesagt, Augen zu und durch. Und jetzt geht's gleich los. Wenn er über die Ziellinie geht, die erste gezeitete Runde für Thorsten. Jetzt gibt er Gas. Auch starkes Driften. Also es ist wichtig, die Ideallinie zu finden da. Wirkt noch ein bisschen vorsichtig. Da wieder viel Gas weggenommen. Jetzt muss er beschleunigen. Die Ecke, die er da vorhin hatte, hat er jetzt besser genommen, aber das reicht niemals. Da hat er gerade sehr, sehr viel Gas rausgenommen. Das kann normalerweise nicht reichen, um die Zeit von Raab zu unterbieten. Aber 26,1, da war Raab im ersten Durchgang auch nicht schneller. Jetzt wieder das leichte Einschlagen in die Bande, in die Heuballen. Aber der ist absolut im Geschäft hier. Wie gesagt, seine erste Runde schneller als die erste von Raab. Wenn er jetzt genauso dazulernt wie Stefan, dann kann er es packen. Hier habe ich wieder das Gefühl, dass er ein bisschen was verloren hat. Das wird jetzt auf gar keinen Fall reichen. Also, das ist wieder über 26 und da schlägt er ein. Und das ist jetzt bitter. Das ist bitter, denn just hinter der Startlinie für die nächste gezeitete Runde schlägt er ein. Die kann er schon vergessen. Die muss er jetzt nutzen, um sich die Strecke einzuprägen, um die Ideallinie wieder zu suchen. Denn da ist natürlich jetzt nichts mehr drin. Aber er hat dann noch die Runden 4, 5 und 6. Also von daher, Gemach, Gemach. Hier ist überhaupt noch nichts entschieden. Und er ist ein Klassekandidat bisher. Es ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Thorsten und Stefan Raab. So, die vergessen wir. Und jetzt gilt es mit der gezeiteten vierten Runde. Jetzt zählt's. So, jetzt hier mit Fuß auf dem Gas um die Kurve rum etwas wegnehmen und dann wieder beschleunigen. Aus der Kurve rausdriften, das macht er jetzt besser als vorher. Sieht jetzt ganz gut aus, da wieder ein leichter Steher. Wird wieder ganz, ganz eng, wird wieder ganz eng. Aber chancenlos ist er nicht, wird ganz knapp, nee, reicht nicht. 25,42, zwei Versuche hat er noch. Aber er tastet sich ran, das war seine beste Runde. Da ist er lange vom Gas, ist er lange vom Gas, jetzt wieder raus beschleunigen. Rum. Da wieder ein leichter Hoppler drin. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Nein, nein, 25,00. Oh, da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Letzte Chance jetzt für Thorsten, dieses Crosscard-Rennen für sich zu entscheiden. Jetzt gilt, jetzt geht es nicht nur um die Wurst, jetzt geht es um den ganzen Grill für den Kandidaten. Nebenbei um 500.000 Euro. Was geht da noch? Jetzt kommt er mit Tempo raus. Das wird knapp. Das wird ganz, ganz knapp. 24,85. Er schafft es nicht. Ganz knappes Höschen. Oh, 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 oh. Super gefahren, Thorsten. 24,85 zu 24,67. Boah, mein Lieber. Das war der Gewichtsnachteil. 18. Wie geht denn der Helm ab? 18 Hundertstel hinten dran. Gut, nicht schlecht. Hä? Nicht schlecht, mein Für 110 Lieber. Kilo war das aber ganz amtlich. Aber das ist der Sieg für Stefan Raab im Crosscard. Und das sind deine 7 Punkte. Stefan führt jetzt mit 19-9. Aber an dieser Stelle, finde ich, sollten wir mal das Törtchen reinschieben. Das heißt nämlich, dass da noch einiges zu vergeben ist. Guckt euch das mal an. 92 Punkte sind noch offen, 28 gerade mal gespielt. Also Mund abputzen, weitermachen. Das ist unser nächstes. Werfen und Fangen. Habt ihr überhaupt mitgekriegt? Nee, nee. Was denn? Werfen und Fangen. Doch, klar. Ja, Werfen und Fangen hört Werfen sich erstmal nicht so schwer an. Nee. Allerdings immer von ein und derselben Person. Das wird dann schon wieder lustiger. Da haben wir 900 Quadratmeter feinsten Rollrasen, den man auf Schalke gerne gehabt hätte in dieser Saison, ausgelegt. Und ihr müsst mit Tennisbällen weit werfen und ein Bällchen aus der Luft fangen, nämlich das eigene. Verstanden? Nee.
Wer wirft denn den Ball, den ich fangen soll? Du selbst. Man muss den selber fangen, bevor er auf dem Boden ist, oder was? Richtig. Aha. Das ist natürlich. Gleich erkläre ich euch das nochmal zum Mitschreiben. Jetzt erstmal umziehen, Overall raus und schöne Nockenschuhe an, damit ihr gleich nicht ausrutscht. Und dann geht's gleich los. Wenn man sich da werfen und fangen, das ist unser Spiel Nummer 8. So, jetzt nochmal ganz langsam. Kommt mal mit. Erstmal begrüßen wir unsere DLV-Kampfrichter Melanie, Friederike, Götz und Winfried. Ich sage ein freundliches Hallo in die Runde. Mit einem ganz normalen Tennisball von dieser Abwurflinie selber werfen, so weit wie möglich nach vorne. Wichtig ist nur, der Ball muss aus der Luft wieder gefangen werden. Und dann wird was gemessen, wo ich da stehe oder was? Oder wie weit ich auslaufe? Gemessen wird von der Abwurflinie bis zu dem Punkt, wo ihr beim Fangversuch den Ball zuerst berührt. Das heißt, wenn du so machst und dann noch weiter. Ja, wer bestimmt die Schiris das? Sehen das. Wir haben Profischiedsrichter, Deutscher Leichtathletikverband. Die da werden sehen, wo ihr praktisch mit dem. Und was der Hand, wo mein Fuß war oder wo nein, die Hand. Wo der erste, das Lot zum Boden. Der erste Kontakt, das Lot zum Boden. Okay. Es wird auch außen gemessen. Das heißt, wenn ihr schräg werfen solltet, ja, verschenkt ihr vielleicht ein bisschen weiter. Also möglichst gerade werfen, denn es wird immer außen gemessen. Was ist das denn? Ja? Wo liegt denn der Weltrekord ungefähr? Ich weiß nicht, ob diese Sportart olympisch ist. Insofern. Gibt es da noch keinen offiziellen? Habt ihr Fragen? Nö, ich glaube, ich habe das verstanden. Es gibt keine Testversuche. Jeder hat 8 Durchgänge. Okay. Und wem es gelingt, nach 8 Durchgängen den weitesten Versuch geworfen und gefangen zu haben, der gewinnt dieses Spiel. Bei Unentschieden zählt der nächstbeste Versuch. Okay. Ja? So, die Münze entscheidet, wer anfängt. Bei Unentschieden zählt das? Gelb. Wieder gelb, ne? Habe ich mir fast gedacht. Klare okay, Gelb. Klar. Innerhalb des oder darf ich jetzt? Du fängst an. Achso. Wichtig, nicht übertreten. Ne? Hier, das ist ein Fehlversuch. Das sieht der Götz an der Startlinie. Und innerhalb des Feldes, ne? Wenn ihr da hinten außen fangt, dann gilt das auch gilt als nicht. Fehlversuch. Okay. Stefan, mach ein bisschen Platz. 8 Durchgänge. Thorsten beginnt. Und da wird es jetzt interessant sein, dass er erstmal auf seinen Fuß guckt, dass er nicht übertritt. Und dann die Technik. Also der kann den jetzt bis in den Rhein werfen mit seinen körperlichen Voraussetzungen. Das Problem ist nur, er muss den auch wieder auffangen. Also das wird schon mal ein Tipp sein, den möglichst hoch zu werfen. Und jetzt bin ich mal auf die Weite gespannt. 8,80 Meter. Genau. 8,80 Meter habe ich gerade gehört für den ersten Versuch. 8,80 Meter, der erste Versuch von Thorsten. Also da ist ja auch die Technik. Also ich muss nur vor der Linie abwerfen. Wie nur vor der Linie abwerfen, aber auch mit dem Fuß vor der Linie. Ne? Wie? Ja, also du darfst, wenn du den Ball natürlich hier hast, aber den Fuß schon auf der Linie, ist das natürlich ungültig. Ne? Der Ball muss die Hand vor der Linie verlassen haben. So. Und mit dem Fuß natürlich auch. Du darfst nicht übertreten. Ja, ne? Ist klar. Okay. Nur nochmal fürs Protokoll. Erster Versuch. Wie viel hat er geschafft jetzt gerade? 8,80 Meter. Dein erster. Kommt jetzt. 8,80 Meter? Ja. War nicht weit. Okay. Ich bin froh, dass wir hinten die 50 Meter markiert haben. So, okay, es geht los. Okay. Ein Randtasten von Thorsten. So, was machst du? Ja, Rat, was ist das denn? Was war das denn? Ah, das war interessant. Ungültig. Der war ungültig, das ist schon mal das Erste. Und mit der Technik wird er nicht wirklich weit kommen. Schöner Gesichtsausdruck. Der war auch vorne schon ungültig, Stefan. Ne? Wieso? Übergedreht. Warum lacht der so? Darf ich schon? Ja, lass ihn erstmal aus dem Feld kommen. Zweiter Versuch, Thorsten. So, ich würde ja persönlich sagen, von unten nach oben werfen mit etwas Drall nach vorne, dann hat man gute Chancen, ihn zu fangen. So, jetzt genau so würde ich das vorschlagen. Genau so. Zack. Aber er fängt ihn nicht. Ungültig. Aber nicht da gefangen, hätte ich jetzt ungültig. Gesagt, von der Technik der richtige Ansatz. Diese Nahaufnahmen des Gesichts sind wunderbar. Herrlich. Okay. Wie eine Fahrwerbung. So, du bist dran. Zweiter Versuch, Stefan. Ich glaube, das ist besser so. Ja, jetzt hat er es auch begriffen, Stefan Raab. Wie gesagt, er ist ja lernfähig. Jetzt also von unten nach oben. Ruhig dabei bleiben. So, wenn er den jetzt fängt, ist das gut. Aber er wird fast vom Tennisball erschlagen. Ungültig. Das ist echt schwer. Können Sie ausziehen? Ja. Herrlich. Schauen Sie in dieses Gesicht. Oh, der Lappen kommt raus. Oi, und dann wird er fast erschlagen vom Tennisball.
Herrliche Bilder hier bei Schlag den Rab. Dritter Versuch, Thorsten. 8,80 Meter, bisher der Beste. Man darf auch mit dem Mund fangen. So, das war um die 10 Meter. 9,70 Meter. Ja, 9,70 Meter wird da von den Kampfrichtern sofort angesagt. Auch hier wieder schöne Großaufnahme. Oh, der hat einen Pectoralis Major. Das ist der große Brustmuskel übrigens. Der wabert da hin und her bei Thorsten. Das ist ein Viech. Also sehr, sehr gut gebaut, der Mann. Stefan, dritter Versuch. Noch kein gültiger bisher. So, was kommt jetzt wieder für eine Tanzeinlage von Raab? So, jetzt muss aber hinterher ein Sprint. Oh, der ist gut. Das ist die Führung für Raab. Hier, 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 Freunde, Freunde, hier. Hallo. 10,80 Meter. 10,80 Meter, damit die Führung für Stefan. Diesmal die Zunge von Anfang an draußen. Drei Versuche. Ach, und dann hat er, der wäre fast noch weggeflutscht. Oh, was macht denn Thorsten da? Ungültig. Also, der kann den locker auf 30, 40 Meter werfen, nur kommt er da so schnell nicht hinterher gesprintet. Raab ist vorn, wer hätte das gedacht? Also so 14, vierter Versuch für Stefan. 15 Meter traue ich den beiden schon zu. Noch ist die Technik ausbaufähig. Es ist natürlich aus der Kommentatorenkabine leicht gesagt. Wo ist denn der Rekord? Ja, im Moment bei 10,80 Meter. Okay. Ja, vierter Versuch für dich, Stefan. Wir konzentrieren uns auf Raabs Zunge. Das war übertreten. Ja, das wird leider nichts. Er war auch vorher schon übertreten. Ungültig. Also den kann er gleich abschenken. Also wir haben hier viele, Stefan, du hast viele vorne wieder übergetreten, ne? Ungültige Versuche. Ja. Beide jetzt noch mit 4 Durchgängen. Thorsten legt wieder vor. Steht hinter der Linie und da muss er möglichst hoch mit etwas Drang nach vorne. Ja, das sieht gut aus, wenn er, aber ist zu kurz. Ja, das hat er sofort gesehen. Wieder um die 10 Meter reicht nicht, die 10,80 zu schlagen von Raab. 9,90 Meter. 99 bisher der Beste. Und der hat doch so einen Oberkörper. Von Thorsten. Er nicht. Okay. Stefan, du kannst. Aber er führt. Vorsicht, vorne die Linie. Es ist eine Frage der Technik. Also beide jetzt immer mit dem Wurf von unten nach oben. Ah! Oh, der ist zu weit. Den krieg ich nicht. Und ich glaube, er hat auch schon wieder ungültig übergetreten vorne. Also ey, da muss er ein bisschen ich aufpassen. So jetzt Thorsten. Dann verschenkt die 2 Zentimeter, lieber Jungs. Ne? Ja, ja. Er ist wieder zu weit, kommt da nicht hin. Also eins wird auch klar, das Sprinten ist des Ruderers Sache nicht. Das erkennt man hier. Noch 2 Versuche für Thorsten, noch 3 für Stefan. Okay, next technique. Sollte er mit diesen 10,80 Meter durchkommen? Du hast noch 3 Versuche. Okay. Jetzt nimmt er wieder Anlauf. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir morgen zum Beispiel im Stadtwald von Köln viele Tennisbälle fliegen sehen werden. Das wird Nachahmer finden. Lauf, Forrest! Ungültig. Kein Ball. Es war jetzt vorne aber beim Abwurf korrekt. Okay. Abwurf war okay? Diesmal ist die Zunge drin und dann wie er rudert. Sensationell. Aber er wäre auch nicht weit genug gewesen. Warte noch, Thorsten. Und so, jetzt kannst du. Thorsten muss jetzt Gas geben. Er ist zu hoch, aber nicht weit genug. Das ist das Problem. Oh, 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 oh. 7,80 Meter. 7,80 Meter. So, er hat noch einen, Raab hat noch 2 Versuche. Kann er jetzt noch mal einen draufsetzen auf seine 10,80 und den Druck erhöhen? Noch 2, Thorsten noch 1. Er ist gut, wenn er den fängt. Ja! Aber nicht weiter als die 10,80. Da lege ich mich jetzt schon fest. 10,60 Meter. Oh. Aber ein guter Zweiter, falls es gleich unentschieden steht. 10,80 steht noch und das ist der letzte Versuch für Thorsten. So, und dann kann also jetzt schon die Entscheidung fallen. Wenn er unter 10,80 wirft, dann hat Raab dieses Tennisball weit werfen und fangen gewonnen. Er muss jetzt, Thorsten. Nee. Ja! Nee.
Das ist der Sieg für Stefan Raab. Werfen und Fangen geht an Stefan Raab. Das sind die Punkte. Er geht jetzt deutlich in Führung mit 27 zu 9. Ihr geht euch umziehen. Toni Braxton wartet auf uns und auch Lena. Und Thorsten und Stefan, bis gleich. Schlag den Raab, eben war mal draußen und Stefan hat beide Außenspiele gewonnen gegen Thorsten, den Ruder-Weltmeister von 2006 im Achter. Ladies and Gentlemen, es geht um eine 500.000 Euro heute Abend. Und zwei ähnlich attraktive junge Herren sind wieder bei mir und das ist unser nächstes Spiel. Das spielen wir hier am Pult. Wer weiß mehr? Haben wir schon mal gespielt. Ich stelle euch beiden eine Frage, zu der es eine feste Anzahl an richtigen Antworten gibt. Ihr gebt abwechselnd eine Antwort ab. Wenn einer eine falsche Antwort gibt, bekommt der Gegner einen Punkt und die Frage ist aus dem Spiel. Wird alles geraten, dann kriegt keiner einen Punkt. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Wir losen aus. Wer die erste Frage beginnt, ab da beginnt ihr immer abwechselnd. Und für jede Antwort, das ist wichtig, habt ihr 30 Sekunden Zeit zum Überlegen. Ja, wir machen mal ein Beispiel. Und das heißt folgendermaßen. Gesucht sind die 9 Landesrundfunkanstalten der ARD. Thorsten, fang mal an. WDR. Mhm. Haben wir da. Jetzt NDR. Die 30 Sekunden. Zwischen. NDR. Auch. Richtig. Dreisat. Ja, das stimmt. Dreisat ist keine Landes-. Wollte nur abkürzen und anfangen können. Ja, sondern eine Kooperation. Das wäre jetzt falsch. Das wäre der erste Punkt für Stefan. Das hätten wir noch gehabt. RBB, SWR und so weiter und so fort. Alles verstanden, ja? Dann kommen wir wieder zu unserem. Schade, die Frage wäre gut gewesen. Ja. Ich hätte fast gedacht, dass das ein Heimspiel gewesen wäre für dich. Gelb oder schwarz? Gelb. Außerdem gucke ich eh nicht. Spitze. Ah, da, und, da unten liegt es auf dem Licht. Ja, sag mir mal gelb. Die Farbe. Es ja, ist doch gelb. Es ist gelb. Ja. Jetzt habe ich gewonnen und muss Stefan anfangen. Nein, du hast gewonnen und fängst an. Und danach immer abwechseln. Stimmt, okay. Ja? Klar. Das ist doch kein Vorteil. Wir müssen ja nur mit einem beginnen. Alles bereit? Buzzern muss ich nicht. Nein, gebuzzert wird nicht. So, wir kommen zur ersten Frage, die heißt folgendermaßen. Gesucht sind alle Teilnehmerländer der Fußball-WM in Südafrika. Es sind 8 Gruppen, 4 Mannschaften, also insgesamt 32 Länder. Das hatte ich vor ein paar Monaten, als das aktuell war, da hatte ich Deutschland. Das drauf. Fang bitte gleich erst an, wenn ich es sage. 30 Sekunden jetzt für Thorsten. Deutschland. Deutschland ist dabei, richtig. Stefan, bitte. Frankreich. Ja, Frankreich hat sich auch so gerade qualifiziert. Und 30 Sekunden für Thorsten. Spanien. Spanien. Der Europameister, richtig. Und Stefan, bitte. England. England, sagst du? Haben wir auch. Und die Zeit läuft jetzt für Thorsten. Portugal. Portugal ist auch dabei. Stefan? Italien. Selbstverständlich auch. Und Thorsten? Brasilien. Brasilien, na klar. Stefan? Argentinien. Selbstverständlich. Thorsten? Australien.
Australien. Mhm. Die Zeit läuft für Stefan. So, wer ist denn noch dabei? Noch so ein paar. Freunde. Ja, ich bin mir momentan nicht mehr so richtig sicher, wer alles kann. Wer ist denn auf jeden Fall dabei? 15 Sekunden noch. Acht, sieben. Auf jeden Fall ist die Schweiz dabei. Die Schweiz ist dabei. Und 30 Sekunden laufen für Thorsten. Südafrika. Südafrika als Ausrichter logischerweise auch. Und 30 für Stefan. Mexiko. Mexiko, jawohl. Thorsten. Holland. Wir fahren diesmal mit Holland zur WM. Wer war denn noch da? Wer war denn noch dabei? Wer war denn noch dabei? Wer war denn noch dabei? Südkorea. Südkorea, ja. Thorsten. USA. Die USA haben sich auch qualifiziert. Und Stefan. Uruguay. Uruguay. Ja. 30 Sekunden laufen für Thorsten. Schweden. Schweden. Ja, hat sich nicht qualifiziert. Im Achtelfinale bei der letzten WM ausgeschieden gegen Deutschland. Die hätten wir noch gehabt für euch. Guckt mal. Ja, ja. Unten die deutsche Gruppe. Neben Ghana. Australien noch Serbien und Ghana. Und so weiter und so fort. Ja, ja, das ist der erste Ghana. Punkt für Stefan Raab, meine Damen und Herren, bei Wer weiß mehr. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Wir kommen zur nächsten Frage für euch. Gesucht sind die 12 chinesischen Tierkreiszeichen. Auch die 12 Erdzweige genannt. Jetzt beginnt Stefan. 30 Sekunden, bitteschön. So, wenn du mehr weißt als Schwein, ich glaube, es gibt das Schwein. Das Schwein. Ja. Den Rest kann ich nur raten. Das Jahr des Schweins. 30 Sekunden für Thorsten. Das Jahr des Hundes gibt es auch, oder? Da weiß ich nicht, ob der so populär ist in China, dass man ein Jahr nach dem benennt. Wenn man den Thorsten. Obwohl, Schwein essen die auch. Oh! Ist richtig. Hund, Schwein. 30 Sekunden. Boah, ich sag mal, ich kann echt jetzt nur raten. Also so. Die erste Antwort zählt, ne? Pferd. Pferd, sagt Stefan, ist dabei. 30 Sekunden für Thorsten. Ich kann immer nur raten. Huhn? Huhn. Ja. Huhn ist deine Antwort. Essen die doch so gerne. Ah! Nein. Aber das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Es ist ein Hahn und es ist kein Huhn. Huhn und Hahn. Das Gleiche. Hier wurde schon der Punkt oben weggenommen von Badminton. Sitzt Dr. Richard Böhr. Hat nochmal auf die Verpackung der Stäbchen geguckt und hat gesagt, das kann man gelten lassen. Aber ein Hahn ist auch optisch was völlig anderes als ein Hahn. Ich habe schon den Punkt weggenommen bekommen vom Bett. Weiter. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß was sehr nahe liegt. 30 bestimmt, Sekunden laufen. Es gibt bestimmt das Jahr des Drachen. In China, die haben immer überall, in jedem China-Restaurant hängt ein Drachen. Das Telefon. Oh, Telefon. Hallo, Herr Dr. Böhr, sind Sie's? Hallo, ich grüße Sie auch. Sie lassen Huhn nicht als Hahn gelten. Okay. Ja. Das heißt, die Antwort von Thorsten ist falsch, Ihrer Meinung nach? Gut, haben wir vernommen. Dankeschön, Dr. Böhr. Wir haben es gehört. Dr. Richard Böhr sagt, Huhn lässt er nicht als Hahn gelten. Das heißt, das ist ein Punkt für Stefan. Der Drache wäre auch dabei gewesen.
Guck mal, Hase, Tiger, Affe. Affe wollte ich noch nehmen. Ja, Drache. Wir müssen einfach Tiger, öfter ausländisch essen gehen. Gesagt. Also, das ist der zweite Punkt für Stefan. 2:0, wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Weiter konzentrieren mit dieser Frage. Gesucht sind die beliebtesten Automarken. Genauer, die 30 Automarken mit den meisten Zulassungen, also Neuzulassungen im ersten Quartal 2010 in Deutschland. Hinweis noch, wir suchen Automarken, keine Autokonzerne. Zu einem Konzern können ja auch verschiedene Automarken gehören. Wir suchen die einzelnen Automarken. Ja, also, jetzt beginnt also nicht, wieder. Also weiß nicht, weiß nicht, zu VW gehört ja auch noch Porsche. Ja, ja, ich würde, ich habe alles erklärt. Ich würde, das dürfen Sie jetzt sagen, oder was? Also jetzt nicht. Automarken, die beliebtesten Automarken in Deutschland, die im ersten Quartal 2010 die meisten Neuzulassungen hatten. Die meisten Neuzulassungen, nicht die beliebtesten Automarken. Ich glaube, das sind momentan die beliebtesten Automarken, weil sie 2010 die meisten Neuzulassungen hatten. 30 ja, Sekunden für also, beliebt sind Thorsten. Automarken. Opel. Opel. Korrekt, ist dabei. VW. Und 30 Sekunden, bitte Thorsten. Toyota. Toyota. Ford. Nun warte erstmal ab, ja. Bis ich ihn dran nehme. Ja, Ford. Gut. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Und Stefan. Audi. Audi ist auch dabei und Thorsten. Skoda. Skoda. Ja. Seat. Seat. Auch Thorsten, bitte. BMW. BMW. Mhm. Stefan? Ja, jetzt, was gibt's ja noch für Automarken? Peugeot. Peugeot haben wir auch. Thorsten, deine 30 Sekunden laufen. Renault. Renault. Citroën. So machen wir die, haben wir die Franzosen durch. Citroën. Ja. Thorsten ist dran. Noch 10 Sekunden jetzt. Porsche. Porsche. Mhm. Richtig. 30 Sekunden für Stefan. Mazda. Ist auch dabei. Und wieder Thorsten. Fiat. Fiat. Jawohl. Stefan. Hyundai. Hyundai. Ist richtig. Die Zeit läuft für Thorsten. Machst du sauber gerade? Bitte? Machst du sauber? Nein, ich schau mal, was hier. Kann man ja sauber machen. Ja. Wieder mal. 20 Sekunden noch für Thorsten. Zehn. Jetzt. Fünf. Vier. Hau einen raus. Chevrolet. Chevrolet. Ah! Dabei. 30 Sekunden für Stefan jetzt laufen die. Chevrolet. Was gibt's denn noch? Chevrolet. Eine klare Antwort. Ja, wenn Chevrolet dabei ist. 15 ey, Sekunden noch. Dann ist aber auch mit Sicherheit Dacia dabei. Dacia? Ja, Logan. Dacia Logan. Ja, guck mal hier. Jawohl. Ja, der, ich habe da viel Werbung für gesehen. Das, offensichtlich verkaufen und die hier Autos. Muss ich jetzt 30 Sekunden für Thorsten.
8 Sekunden noch. 5, 4. Bentley. Sicherlich nicht. Es war definitiv auch zu spät und es ist auch nicht dabei. Ist ein etwas. Ja, ich hätte noch ungünstiges Lancia. Das hätten wir noch gehabt. Rover und Nissan. Suzuki. Kia. Ach, Mini vielleicht auch. Wollen wir mal gucken, Lancia dabei? Ja. Wo ist Lancia? Nee. Mit Lancia wäre ich raus gewesen. Du hättest Lancia gesagt als nächstes? Ja, Lancia oder Rover, ich war mir nicht sicher. Dann sei froh, dass Thorsten nichts mehr wusste. Das ist der dritte Punkt für Stefan. 5 brauchen wir zum Sieg in dem Spiel. Wer weiß mehr? Dafür gibt es 9 Punkte. Das ist ja ein bisschen, war schon ein bisschen wie bei 9 Live, fand ich. Ja, du musst dich nur noch ablegen dann dafür. Gesucht sind jetzt alle Substantive, die im Text von Goethes Erlkönig vorkommen. Sollten Einzahl und Mehrzahl eines Substantives vorkommen, suchen wir beide. Es sind insgesamt 29 Substantive. Boah, ich kenne nur einen Teil. Ja, das reicht ja. Stefan beginnt, 30 Sekunden ab jetzt. Wind? Wind. 30 Sekunden jetzt. Kennst du den Erlkönig? Nacht. Ja, scheiße. Nacht. Damit ist diese Frage auch beantwortet. Ja, 30 Sekunden für Stefan. Wer zuerst laufen. Rausfliegt. Vater. Vater. Vater ist die Antwort von Stefan und der ist dabei. 30 Sekunden für Thorsten. Kind. Kind, ja. Ich schätze, jetzt wird's dünn bei Stefan. 30 Sekunden. Das ist, er reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Wie lang ist denn das? Ja, es geht noch ein bisschen. Ich brauche eine Antwort. Es sind noch 20 Sekunden. Du sollst es nicht vortanzen. Denn da noch drin vorkommen? Ich sag mal Haus. Haus. Ah! Hättest du noch mehr gewusst? Klar. Das hätten wir gehabt noch. Sachen. Ich hätte Knabe und Arm gesagt. Vielleicht der Erlkönig Knabe, an sich auch. Ja, Knabe, ne? Knabe noch? Ja, Knabe, ja, natürlich. Erlkönig selber Erlkönig natürlich auch noch. Selbstverständlich, das ist der erste Punkt für Thorsten, meine Damen und Herren. Genau. Ja, ich speichere immer nur das Wichtigste. Und so geht's weiter mit dieser Aufgabe. Gesucht sind die Formel-1-Weltmeister seit 1970. Es sind 21. Sollte jemand mehrfach gewonnen haben, suchen wir den Namen natürlich nur einmal. 30 Sekunden laufen für Thorsten. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Jawohl. 30 für Stefan. Niki Lauda. Das ist nicht mein Business hier. Auch der war dabei und die Zeit läuft für Thorsten. Lewis Hamilton. Müssen wir Vor- und Nachname sagen? Lewis Hamilton. Gerne ja. Dingens. Jenson Button. Jenson Button. Aktueller Formel 1 Weltmeister. 30 Sekunden für Thorsten. Mika Häkkinen. Auch Mika Häkkinen ist dabei. Und Stefan. Jetzt wird's dünn. Schumacher, Häkkinen. Lauda, Hamilton. Am besten nicht laut denken, sondern Senna. Ich brauche eine klare Ayrton Senna. Antwort. Ayrton Senna. Selbstverständlich. Dreimal gewonnen. 30 Sekunden laufen für Thorsten. David Coulthard. War der nicht? David Coulthard ist nie war Weltmeister. Nie Mann, ja. Weltmeister. Puh, ich hätte noch irgendwie... Ja, definitiv die meisten Frauen abgeschleppt, glaube ich, in der Formel 1, aber Weltmeister war er nie. Das hätten wir noch gehabt. Jochen Piquet Rindt. Hätte ich gehabt und Rosberg. Ja. Ah, Prost, guck mal. Damon Hill, Jacques Villeneuve. Emerson Fittipaldi. Alonso. Das war der lustigste, fand ich, der Name zumindest. Ja, Damon Hill. Das ist eine... Fehlende Antwort gewesen, beziehungsweise eine falsche von Thorsten. Das heißt, es ist ein weiterer Punkt für Stefan, der jetzt mit 4:1 in Führung geht.
ein kleiner Matchball in diesem neunten Spiel. Wer weiß mehr? Und ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Hört mal zu. Gesucht sind die Währungen der EU-Staaten. Genauer die Währungen, die bei den 27 EU-Staaten vor Einführung des Euro offizielles Zahlungsmittel waren. Wichtiger Hinweis, ihr müsst mir immer das Land dazu sagen. Wäre Kanada zum Beispiel in der EU, würde Dollar ja auch nicht reichen, weil es noch amerikanische und australische Dollar gibt. Also wäre nur kanadischer Dollar richtig. Immer das Land dazu sagen. Ja? Ja. Genau. Verstanden. Ja? Jetzt beginnt wieder. Das sind alle Länder, die jetzt 27 EU-Staaten. Es gibt ja noch EU-Staaten, die gibt's noch EU-Staaten, die keinen Euro haben? Ja, ne? Ja. Was ist mit denen? Sag ich da, welche da die aktuelle Währung ist, oder zählen die gar nicht da rein? Nein, die zählen nur die, die früher was anderes hatten und jetzt den Euro. Okay. Ja? Verstanden. 27 Stück, 30 Sekunden, Stefan, bitte. Die deutsche Mark. Richtig. Und Thorsten. Italienische Lira. Lire. Ich wie. Okay. Der österreichische Schilling. Die Schilling. Ich mach's euch sogar noch ein bisschen einfacher. Selbst die EU-Staaten, die jetzt noch nicht den Euro haben, nehmen wir mit rein. Ach, auf einmal? Ja, aber es ist ja für beide gleich. Da, ja aber, da haben die aber ganz 30 Mühe Sekunden laufen jetzt für. Also die noch nicht Thorsten. Den Euro haben, die dürfen wir sagen, welche die aktuelle Währung ja. ist. Ja. Okay. Ist ja schon gut. spät, deshalb ein bisschen einfacher. Okay. Thorsten, okay, noch 20 okay, Sekunden. Okay. Französische Franc. Französische Franc. Richtig. Und 30 Sekunden. Spanische Peseten. Oder Spanisch Pesetas. Danke. Dänische Krone. Auch die ist dabei. 30 für Stefan. Der holländische Gulden. Gulden aus Holland, richtig. 30 Sekunden laufen für Thorsten. Polnische Zloty. Polnische Zloty. Jawohl. Der belgische Franc. Schnell und richtig. Und Thorsten ist wieder dran. Schweizer Franken. Yes! Ich dachte, die auch ihre Währung haben, oder? Die haben aber. Nein, die sind aber kein EU-Mitglied. Schweiz ist kein EU-Mitglied. Yes. EU-Staaten haben wir gesucht. Das wäre noch gewesen. Britisches Pfund. Die Krone in Estland und in Schweden und in der Slowakei. Und das heißt, meine Damen und Herren, der Sieg geht an Stefan Raab bei Wer weiß mehr. Das sind 9 Punkte für Stefan und der Spielstand sieht folgendermaßen aus. Stefan geht in Führung, immer weiter 36-9, aber Thorsten, ein Törtchen gefällig an dieser Stelle, sehr gerne, denn wir sehen, wir haben noch nicht mal Bergfest, 57 oder beziehungsweise 75 sind offen, 45 haben wir gerade mal gespielt, ist noch alles drin für dich und das ist Spiel Nummer 10. Schießen. Ja, umziehen bitte. Umziehen. Handschuhe an, lange Hose. Jetzt wird es sportlich, was Fußball angeht. So, jetzt Elfmeterschießen. Und ich bin sehr verwirrt. Thorsten, du hast noch deine Halbschuhe an. Keine Turnschuhe? Ja, das sind doch Sneakers. Das sind zum Sneakers. Fußballspielen. Optimal. Aus Leder, eng anliegend. Super. Ja, ich glaube, damit hat Fritz Walter früher auch schon gekickt. Bist du Fußballer? Klar. Na? Mehr im Tor oder was? Mal schauen. Ah ja, das ist eine sehr ausweichende Antwort. Ich bin sehr gespannt. Stefan, das Wichtigste ist natürlich, du musst dir wieder dein Fingerchen tapen, weil das ist beim letzten Mal, gab es einen Kapsel, oder? Ja, ich habe mir einen Kapselriss geholt. Das ist jetzt aber schon fast 2 Jahre her, aber das sehr langwierig. Ich suche mir aber gerade einen Kopfschutz aus. Man hat mir hier freundlicherweise alle möglichen Kopfschütze hingelegt. Eine Peter-Tschech-Gedächtnishaube. Ja, ich glaube, aber ich nehme das hier. Das ist so ein Boxteil, aber falls man einen Ball ins Gesicht kriegt, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay. Im Tor heute Hannibal Lecter, meine Damen und Herren.
Du musst da eigentlich. Darf ich mal gucken, ob du was siehst? Gucken, sehe ich was? Ja. Ist, glaube ich, ganz gut, oder? Vielleicht nicht schlecht. Optisch auf jeden Fall eine Alternative. So, wir gehen jetzt wieder rein. Elfmeterschießen. Ach, du musst noch tapen? Ja. Tut dir irgendwas weh oder bist du fit? Ich bin immer fit. So siehst du auch ein wenig aus. So, wann hast du das letzte Mal gekickt, jetzt ganz ehrlich? Letzte Woche. Ja? Ja. Ein Kumpel? Zu zweit Elfmeterschießen ein bisschen geübt. So sieht's aus. Was? Ja. Elfmeterschießen geübt? Was und? Da üben groß? Wie viel hast du versenkt? Das kannst du da üben groß. Das Tor ist ein kleiner. Vielleicht reinschießen. Ja. So, jetzt geht's los. Elfer schießen. Wer ist die Nummer 1 in Deutschland? Wir sind hier noch auf der Suche. Schickt mal ein Bewerbungsvideo an Yogi. Und wir begrüßen Helmut. Helmut Frieberts. Hallo. Hallo. Unser Schiedsrichter. Hallo. Und wir spielen mit einem schönen Original Jambolani. So, hört mir zu, dann kriegt ihr auch einen Ball geschenkt danach. Ihr schießt und haltet abwechselnd im Wechsel. Jeder Spieler hat 5 Schüsse. Wer mehr Treffer hat, gewinnt das Spiel. Bei Unentschieden wird so lange im Wechsel geschossen, bis einer verschießt. Und die Münze entscheidet, wer wählen darf. Also, wer jetzt die Münzwahl gewinnt, der kann entscheiden, will ich zuerst schießen oder gehe ich zuerst ins Tor. Schwarz sagt so. Thorsten. Thorsten kann. Du gehst zuerst ins Tor. Erster Schütze ist Stefan. Und nach einem Spot legen wir los mit Elfmeterschießen. Elfmeterschießen, unser Spiel Nummer 10. Stefan gegen den Ruderweltmeister von 2006, Thorsten. So, bitte immer warten, bis ich freigegeben habe. So, ja, da wird klar? Die Kiste klein. So, erster Versuch von Raab. Empfiehlt er sich bei Jogi Löw? Naja. Direkt auf den Mann. Auf Mann, jawohl. Und das war kein Problem für Thorsten hier zu parieren. Also das ist die Chance für ihn, zurück in diesen Abend zu kommen. Ja, da wird er auch nicht getunnelt, da kriegt er die Beinchen zusammen. Also er hat natürlich die Unterstützung des Publikums hier, denn die wissen, dieses Spiel, das Elfmeterschießen, braucht der Ruderer. Der muss hier zurückkommen. Sein erster Schuss. Aber ganz souverän. Sollte man einen Eindruck abgeben nach jeweils dem ersten Schuss, würde ich sagen, Stefan Raab ist chancenlos. Schmeißt auch schon den Gesichtsschutz weg, zumindest für seinen eigenen Versuch. Wieder auf Mann. So, jetzt hat Thorsten alle Möglichkeiten. Macht er jetzt, ja, da muss er aber auch nur stehen bleiben, Thorsten, dann killt er den schon. So, und wenn er den jetzt wieder so platziert schießt, dann geht er jetzt 2-0 in Führung, dann sieht es sehr gut aus. Raab im Tor natürlich wieder mit der Maske zum Schutz. Gleiche Ecke, ganz souverän. Also da ist er bisher deutlichst überlegen gegen Stefan Raab, der hier nichts machen kann. Gleiche Ecke wie vorher, 2-0. Also jetzt ist Raab unter Druck, überhaupt keine Frage. Kann er den Ball mal ins Eck platzieren? Wieder auf Mann. Sag mal, hast du englische Vorfahren? Das gibt's ja gar nicht. Ich will ja gar nicht in die Mitte schießen. Warum machst du es denn dann? Also das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Stefan Raab sagt gerade, ich will gar nicht in die Mitte schießen. Das zeigt, dass er überhaupt nicht weiß, was er hier tut. 2-0. 2-0. Wenn er trifft, ist entschieden. Also jetzt kann er das Ding für sich entscheiden. Wenn er den macht, hat er gewonnen. Und das macht er. Elfmeterschießen, sowas von klar an Thorsten, meine Damen und Herren. Nach langer Zeit, er ist zurück. Kommt ihr hin, trinkt was. Ja, so ganz anstrengend war es ja nicht. Kurz und knapp vorbei und Thorsten, das waren deine 10 Punkte. Ich kann besser
Ja, das hast du allerdings nicht bewiesen. Ja, hör mal, hier die alten Mauken, oder? Klar. Hervorragend. Tuned. So, Stefan, da sehen wir mal einen von deinen Weltklasse-Elfmetern. Was war denn da? Ich weiß nicht, ich glaube, als wir das erste Mal gemacht haben bei Schlag den Raab, hast du gegen eine alle Spitze in den Winkel gezimmert und so. Du hast aber auch gegen Esther gespielt beim ersten Mal. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Ich habe zumindest, da ist der Ball da hingegangen, wo ich ihn hinhaben wollte. Und seitdem nur noch Grütze. Ja, 19 zu 36, das ist der Spielstand für Stefan Raab. Und das ist das nächste Spiel. Bauklötze. Wehgetan? Leider wieder am Daumen, aber nicht so schlimm. Es ist jetzt auf jeden Fall kein Spiel, wo du richtig Kraft brauchst. Wir haben für euch die gleiche Menge an Bauklötzen unterschiedlicher Form zur Verfügung gestellt. Ihr habt 6 Minuten Zeit, um damit einen Turm zu bauen. Sollte der Turm während der Bauzeit zusammenfallen, einfach von vorne anfangen. Wichtig ist, wer nach Ablauf der 6 Minuten Bauzeit immer noch die Finger am Turm hat, der kriegt von mir einen drüber. Das heißt nämlich nach 6 Minuten Finger definitiv weg. Und dann muss der Turm noch 60 Sekunden stehen bleiben, um eventuell nachzumessen, wer gewonnen hat und welcher Turm höher ist. Wer nach Ablauf dieser Zeit den höheren Turm gebaut hat, der gewinnt dieses Spiel. Das ist ganz unplan, der Tisch. Nee, ist oder nicht der Stein, unplan. Das ist der Stein. Zuhören, sonst fragst du gleich wieder 12 Mal. Kippt der Turm während dieser 60 Sekunden um, also in der Zeit, wo gemessen werden müsste, dann habt ihr verloren. Kippen beide Türme, gewinnt der höhere Restturm. Wenn da also noch so eine Ruine steht, dann messen wir die. Also insgesamt 6 Minuten Bauzeit, dann muss der Turm aber noch mindestens 60 Sekunden lang stehen. Wenn ich jetzt oben nicht mehr drankomme an den Turm während des Bauens, was mache ich dann? Muss ich auf den Tisch steigen oder was? Ja, dann steigst du auf den Tisch oder kaufst, oder schafft dir, man das kaufst nicht? Dir draußen noch eine Leiter. Ich glaube nicht, dass du das benötigst, sagen okay. wir mal so. Ja? Alles verstanden? Gut. Klötze wieder rein. Spiel Nummer 11. Bauklötze. Beginnt jetzt. So, und das sind diese herrlichen Spiele bei Schlag den Raab, wo man überhaupt nicht ahnen kann, wer da jetzt die bessere Taktik hat. Also Raab baut da schon so ein Türmchen, während Thorsten erstmal ganz viele, wenn ich das sehe, gleich geformte Steine da alle rauspackt. Wie gesagt, welcher Turm ist höher nach 6 Minuten? Links oben die runtertickende Zeit. Also unterschiedliche Techniken, das sehen wir hier schon. Wohl dem, der kleine Kinder hat und mit denen viele Türmchen baut. Der hat da jetzt Erfahrung, der weiß, wie es funktioniert. Gewinnt Thorsten das Turmbauen hier mit den Bauklötzen, dann ist er an diesem Abend um die 500.000 Euro wieder voll im Geschäft. Gewinnt Raab, wird's für Thorsten unglaublich schwierig. So, also ich würde jetzt mal spontan sagen, Thorsten jetzt hier mit dem deutlich höheren Turm. Also ich weiß nicht, ob Stefan glaubt, es wird eine Burg gesucht, was er da baut da hinten. Oh ja, das hat man gerade schön gesehen bei Thorsten. Haben Sie das gesehen, als wir mit der Kamera dicht dran waren, wie die Hände gezittert haben? Aber ist ja klar, dass hier die Nervosität groß ist. Zitter, zitter. Bei Raab das Gleiche. Was baut der da hinten? Wasserturm. Läuft die Zeit? Also er baut natürlich etwas, Matthias, wo man vier sagen Minuten kann... Noch 4 Minuten. Das sieht recht stabil aus. Noch da vier, ist die ja? Einsturzgefahr ja. nicht so groß. Aber höher ist der Turm da hinten von Thorsten. Da bin ich mir ganz sicher. Und das hat Raab jetzt natürlich gerade auch gesehen. Das hat etwas von Jenga, was er da baut. Kennen das Spiel vielleicht, wo man da immer die Klötzchen rausziehen muss. Naja, ist deutlich höher. Und sieht auch noch recht stabil aus. Fakt ist aber auch, Raab kann seine
Technik und Taktik jetzt nicht mehr groß umstellen. Dazu, schauen Sie mal, wie der zittert. Das ist unglaublich. Anspannung pur. Aber das, also ändern kann er da nichts mehr. Das wird dann nicht mehr funktionieren. Oh, und da wackelt es schon bei Thorsten. Das ist jetzt eben die Gefahr, weil er natürlich schmaler gebaut hat. Also das Ganze schon instabiler als bei Raab, aber deutlich höher. So mein Eindruck zumindest bisher. Noch 3 Minuten. Die Hälfte. ...36:19 die Führung für Raab an diesem Abend gewinnt Thorsten jetzt. 2:40. Dann steht 36:30, dann ist wieder alles offen. Dann wird's mit Sicherheit ein Krimi hier an diesem Samstagabend um 500.000 Euro. Es wackelt bei Thorsten, aber sieht noch längst nicht so aus, dass das Ding gleich kippt. Und er ist deutlich vorn. Was wenn zählt sein denn der höchste Turm Stein? Stehen bleibt. Selbstverständlich. Dann gewinnt er. So, und jetzt wird Raab gleich die Technik und Taktik ändern, bin ich mir ganz sicher. Der hat natürlich der höchste Stein zu Ende ist, ja? Der höchste Stein zählt. Längst okay. Gesehen, was da auf der anderen Seite passiert. Er muss jetzt und irgendwann muss er noch eine jetzt Minute muss er an stehen. Einer Stelle absolut. Versuchen hochzubauen, dass er von der noch Höhe 2 Minuten an Thorsten rankommt. Der Fuchs, ich lach mich kaputt, wenn der jetzt gleich irgendwie da oben nur an einer Seite draufsetzt. Aber dann wird das jetzt, dann wird das langsam Zeit. Jetzt ist der Vorsprung nicht mehr so groß von Thorsten. Ich würde immer noch sagen, dass er vorn ist, aber nicht mehr deutlich. 1:30 noch. Zeit. 1:30. Ja, er muss schon immer gucken, dass das Ding stehen bleibt. Da hat Stefan weniger Probleme. Aber er muss noch an Höhe draufpacken, Stefan Raab. 70 Sekunden noch. Die Höhe spricht noch für Thorsten. Was macht Raab jetzt? Wann beginnt er, da an einer Seite nur noch Klötzchen auf Klötzchen zu setzen? Das ist eine taktische Geschichte jetzt auch. Er fängt auch schon an, schmaler oben zu werden, um an Höhe zu gewinnen. Man riskiert damit natürlich Stabilität. Er geht jetzt auf die Höhe drüben. 45 Sekunden noch. Thorsten ist vorn. Sieht das jetzt. Noch 40 Sekunden. Haben wir es schon gesehen. Raab zittert. Na, das ist Thorsten. Quatsch. Aber der zittert auch. Er ist deutlich vorn. Er ist deutlich vorn. Also jetzt muss Raab sich da was einfallen lassen. Ich weiß ja nicht, ob er gar nicht mehr rüber guckt. So, jetzt muss er zusehen. Genau, jetzt muss er die Dinger da drauf packen. Jetzt wird's interessant. Ja, das wird er so nicht mehr schaffen, Stefan Raab. Wenn der Turm von Thorsten stehen bleibt. Ja, jetzt wird's aber witzig. Und die letzten. Jetzt, ja, und jetzt wird's natürlich instabil. 10 Sekunden noch. Jetzt wäre er vorn. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht, aber das Ding bleibt niemals eine Minute stehen. Ist das unglaublich? Es muss eine Minute stehen bleiben. Ist das unglaublich? Finger weg! So, 60 Sekunden. Ich glaube, dass Thorsten ganz knapp vorn ist. Aber was Raab da wieder am Ende gemacht hat, ist unglaublich. So, wir müssen messen. Das wird eine Zentimeterentscheidung, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nein, es wird alles per Laser, alles per Laser gemessen. Das sind Zentimeter, aber vom Gefühl her ist Thorsten vorn. Thorsten müsste das haben. Aber knapp, der Raab, der Fuchs. Per Laserpointer wird jetzt gemessen, wie hoch eure Türme sind. Wir beginnen bei Thorsten. 84 Zentimeter. Ich tippe jetzt mal 82 oder 83 bei Raab. So und in dem Bereich Stefan, wird das sein. Dein Turm ist 77,7. Das ist der Sieg für Thorsten. Ja, Stefan, deine Zisterne hat es nicht gebracht. Also, das ist der Sieg für Thorsten in Bauklötzen. 2 Spiele hintereinander für unseren Ruder-Weltmeister. Und liebe Zuschauer, Sie können wieder einmal ans Telefon oder zweimal oder auch dreimal, denn das ist unser Preis für heute Abend. Vorher waren natürlich noch die Punkte für Thorsten und er
holt fast Pari-Pari auf. 30-36. Immer noch die Führung für Stefan, aber Thorsten hat zwei Spiele in Folge gewonnen. Und Gerken Raab und auch noch Lena bei uns. Also, gleich sind wir zurück. Zurück bei Schlag den Raab. Was für ein Fight, Stefan, gegen den Ruderweltmeister Thorsten. Und er hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Und so steht es. Es ist wieder eng. 30-36. Und heute geht es um eine 500.000 Euro, meine Damen und Herren. So, Jungs. Schluss mit Spökes. Es geht weiter. Es ist spannend. Hier ist Spiel Nummer 12. Liegt was? Spielen wir natürlich wie immer hier am Pult. Gesucht werden Orte, die in eine Frage verpackt sind. Ihr seht eine Weltkarte ohne Ländergrenzen. Auf dieser Karte müsst ihr mit Hilfe eures Eingabestiftes, den habt ihr schon gefunden, die Orte einzeichnen und dann mit OK bestätigen. Nicht plaudern, wenn der Onkel vorliest. Wer näher am gesuchten Ort liegt, bekommt einen Punkt. Wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel bei gleichem Abstand vom Ziel. Das hat geklappt, Stefan. Bekommt keiner einen Punkt. Ein Beispiel an dieser Stelle. Wo finden 2014 die Olympischen Spiele statt? 2014? Wo waren Sie denn gerade? Wo finden 2014 die Olympischen 2010? Spiele statt? Winterspiele. Ah ja, ja, okay. Ja, weiß ich ungefähr. Soll ich nur üben, oder? Ja, ja, aber auch mal machen. Draufdrücken, ich würde mal ein bisschen sagen, mit dem Stiftchen ja, akklimatisieren und ungefähr. Mit OK bestätigen. Nicht ganz, aber ungefähr da. Und bitte ein OK. Weil noch sehe ich nichts bei dir. Bin mir nicht ganz sicher. Ein bisschen mehr nach da. So ungefähr, würde ich sagen. Da finden die Winterspiele statt. Wo finden sie denn statt? Sotschi in Russland. Das Sotschi. Ist am Schwarzen Meer. Richtig, die nächsten Winterspiele und auch sehr schlau gelegt. Dort sind so Januar, Februar um die 8 Grad. Okay, warum nicht? Sotschi, wie weit seid ihr von Sotschi entfernt? Wir schauen. Das ist Stefan Sotschi. Das ist das von Sotschi da von Thorsten. Da bist du ein wenig näher dran. Aber es war ja nur ein Beispiel. Alles verstanden? Jo. Gut. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Erste Frage kommt jetzt. Wo finden 2016 die Olympischen Spiele statt? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo das ist, ehrlich gesagt. Nicht zu hoch, das darf nicht zu hoch sein. Das darf auch nicht zu tief sein. Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so spitzenmäßig sicher. Ungefähr. Wenn ich auf OK drücke, passiert dann? Dann ist eingeloggt. So, aber er kann noch weiter drücken. Ja, ja. Aber wäre nett, wenn ihr euch demnächst entscheiden könntet. 2016 die Olympischen Spiele. Ganz so, sicher, bitte okay. Ich habe die Antwort von beiden. Weder ob es da ist noch ob es. Wo finden Sie statt, Thorsten? Brasilien, oder? Rio wo genauso. Ja. Rio. Rio ist völlig richtig. Ja, Stefan, auch, du auch? Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sicher, zu tief bin mit. Wir schauen Rio, mal. Ein bisschen zu südlich. Wo ist euer Rio? Das ist das Rio von Stefan. Das ist das Rio von Thorsten.
Und das ist sehr nah dran. Das ist der erste Punkt für Stefan Raab. Da war jetzt wenig Copacabana möglich. Also 1-0 für Stefan. Und das ist Frage Nummer 2. In welcher Stadt beginnt und endet die Handlung des Bestsellers Sakrileg? Boah. Hab ich nicht gelesen. Ich lese keine Fiction. So gut wie keine. Wenn du mir jetzt sagst, wie heißt der Autor, da könnte ich dir helfen. Aber blöd, ich hab's nicht gelesen. Dass man den natürlich beginnt nicht auf einer Karte endet die Handlung. Ja, einzeichnen kann. Könnte das sein. In welcher Stadt beginnt und endet die Handlung des Bestsellers? Hast du es gelesen? Sakrileg. Hey. Hast du es gelesen? Ich habe eine Vermutung, bin mir auch nicht sicher. Ich habe auch eine Dann Vermutung, schön aber ich für bin dich. Mir eben auch nicht sicher. Es wird nicht besser, wenn ich mehr übe. Da vielleicht. Vielleicht. Mach okay, bitte. Ich weiß, ich habe es nicht gelesen, ich musste raten. Okay. Wo denn, Thorsten? Dachte in Rom vielleicht? Nee? Dachte ich auch. Ja, das war der Nachfolger, das war Illuminati. Ja. Sakrileg in Paris. Okay, dann wie wollen wir jetzt gucken, von wer Paris Rom entfernt? Am weitesten verfehlt hat. Das wäre ganz gut, und zwar in westlicher Richtung. So. Genau wie im Film. Ja, also Rom bin ich ziemlich sicher. Ja, schön in Rom beide, aber wer ist näher an Paris? Thorsten ist näher an Paris! Das ist das 1-1. Aber Rom kennen wir beide zumindest. Das heißt aber im Endeffekt, ich war im Zweifel näher an Rom, oder? Das ist ja das, was zählt. Wofür du hier gar nichts kaufen kannst an dieser Stelle. Nee, leider nicht. Scheiße. Dritte Frage. Wo findet die Weltausstellung Expo 2010 statt? Ja. Ich weiß wo. Das ich weiß schön. Nur nicht so genau, wo das genau richtig genau ist. Ich bin mir leider nicht sicher. Also ich weiß, wo sie ist, aber ich weiß nicht genau, wo der Ort sich befindet. Ungefähr. Ich muss noch mal kurz überprüfen. Ich sag okay. Stefan lockt ein und Thorsten auch. Deine Antwort? Shanghai. Shanghai. Ja, hab ich auch. Völlig richtig. Vor einer Woche eröffnet worden. Wie weit seid ihr von Shanghai beide entfernt? Das ist Stefans Shanghai. Das ist das von Thorsten. Und das richtige Shanghai ist näher bei Stefans Nadel. In Russland gelandet, oder was? Nee, ja, das ganz ist das 2-1 für Stefan. Die nächste Frage lautet folgendermaßen. Woher stammt der Generalsekretär der NATO? Generalsekretär der NATO? Gesucht ist die Hauptstadt seines Heimatlandes. Der aktuelle NATO. Generalsekretär der NATO. Generalsekretär. Er ist letztes Jahr in dieses Amt getreten. Bitte was? Erst letztes Jahr hat er dieses Amt angetreten. Boah, wer ist der NATO-Generalsekretär? Ich habe ehrlich gesagt, da habe ich gar keine Hauptstadt Ahnung. Seines Heimatlandes. Hauptstadt das seines Heimatlandes, NATO-Generalsekretär. Wir schieben. Nein. Weiß es auch nicht. Irgendwas tippen? Kann er mit Glück näher dran sein an der richtigen. Aber ich brauche ein Ergebnis. Der NATO-Generalsekretär ist. Ich hab mal gehört den Namen. Wird ja wahrscheinlich einer aus einem NATO-Land sein. Das grenzt das Ganze ja schon mal ein bisschen ein. Der NATO-Generalsekretär. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. So langsam brauche ich was. Mal gucken, vielleicht ist der irgendwo hier. Pah. Wer könnte das denn sein?
Ich. Ich setze ihn mal hier irgendwo. Hab ich das denn mal gehört? Wie hört sich denn der Name an? Die Antwort von Thorsten habe ich. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Muss nicht klagen. Stefan muss noch einloggen. Komm, drück auf OK. Ja, ich überlege, wo ich am besten drauf setze, wenn man keine Ahnung hat, wo der Herr. Du hast schon gedrückt? Ich glaube, es ist kein Amerikaner. Hat nur auf dich. Es ist kein Amerikaner und Südamerikaner, weiß ich nicht. NATO-Generalsekretär. Europa irgendwo. Würde ich mal. Ich brauche eine Antwort, Stefan. Ah, warte mal. Vielleicht. Da kann ich mich aber gerade. Kann ich mich aber auch schwer irren. So, nicht mal nach Zahlen machen. Ich sag mal, keine Ahnung. Ich meine, das kann das ein Spanier sein. Was glaubst du? London? Keine Ahnung. Ich glaube, ist das ein Spanier? Ein Spanier? Solana? War der NATO-Generalsekretär oder was? Irgendein EU-Fredi? Anders Fogh Rasmussen. Scheiße. Ehemaliger dänischer Ministerpräsident. Ja, wir suchen Kopenhagen. Und da ist London, theoretisch, wenn du London getroffen hast, wenn du London getroffen einigermaßen hast, bist du auf jeden Fall näher dran als Schabanien. Und so das ist der Punkt für Thorsten. Was war denn so? Damit geht er mit. Er gleicht aus, 2-2. Stefan führte 2-1. Wie? Und das ist die fünfte Frage. Wie steht's? 2-2. 2-2. Wo endete 1977 die Entführung der Landshut? Wo endete 1977 die Entführung der Landshut? Puh, jetzt muss ich mal genau überlegen. Wo das ist. Zwei Punkte noch für euch, jeweils zum Sieg in Spiel Nummer 12. Ich habe schon noch nicht eingeloggt, aber. So, Jungs. Drückt. Ich habe Thorstens Antwort. Ja, ich habe auch gedrückt. Ich habe Stefans Antwort. Ihr sagt? Wo war's denn? Du da. Mogadischu, Somalia. Hätte ich auch gesagt. Somalia, völlig das ist korrekt. Am Horn von Mogadischu, Afrika, aber wo genau da Somalia auf dem Weg von Palma nach Frankfurt entführt und das sind eure Nadeln. Stefan. Okay. Thorsten. Könnte auch. Weiß man und das ist der Punkt für Thorsten. Was? 312 Kilometer nur entfernt, Stefan, 853. Und damit führt Thorsten mit 3-2. Kleiner Matchball in diesem Spiel für Thorsten. Und die sechste Frage lautet folgendermaßen. Wo liegt der weltberühmt gewordene Felsen La Quebrada? So berühmt kann er nicht sein. La Quebrada. Weißt du's? Ich? Ich versuche gerade zu überlegen, wodurch der weltberühmt geworden sein könnte. Wann ist denn der weltberühmt geworden? Weiß man das? Das weiß man, aber das sagt man nicht. Also liegt der auf dem Festland oder eher so an der Küste? Weißt du auch nicht. Stimmt.
kann ja auch fest. Eine halbe Million müsst ihr schon ein bisschen was alleine machen. La Quebrada. Berühmt gewordener Felsen. Wo liegt denn der? 3-2 für Thorsten. Ach, ey, ich weiß es nicht. Wo liegt denn der La Quebrada? Kleiner Matchball. Hat der auch noch andere Bezeichnung? La Quebrada. Traust du dich, Thorsten? Er traut sich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, ich noch, auch nicht. Ich habe das noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, durch was der Welt berühmt geworden sein soll, ehrlich gesagt. Ich kenne diesen Felsen nicht. Und ich sag mal, hast du schon gedrückt, Thorsten? Ja. Thorstens Antwort habe ich, ja. Warte nur. Ich drücke jetzt einfach mal. Ich sag mal, das hört sich jetzt ein bisschen spanisch an. Also entweder ist er in der Nähe von Spanien oder irgendwo in Südamerika, wo man Spanisch spricht. Und wo ist er, Thorsten? Ich weiß nicht, ich habe in der Nähe von Mexiko irgendwo gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Der Felsen ist vielleicht ja auch der Gibraltar-Felsen. Das ist der einzige, der mir so als Felsen... Wo Elton immer fürs Turmspringen übt, in Acapulco. Nein, da bist du näher dran, das gibt's nicht. Wir schauen mal. Das ist wieder die Iberische Halbinsel. Das ist sehr, sehr gut. Das ist der Sieg für Thorsten. Und das ist ein Hattrick, 3 in a row für Thorsten. Die letzten 3 Spiele hat er gewonnen und damit geht er in Führung. 42 zu 36. Was ist denn hier los? Hab ich noch nie gehört. Hast du geraten einfach? Nee. Und das der weltberühmt, muss man wissen, wo der ist. Das nächste Spielchen für euch. Frisbee! Ich wollte es noch üben vorher. Frisbee! Aber was? Ach du Scheiße. Ja, ihr müsst ein bisschen zielen mit den Frisbee-Scheiben. Ihr werft nämlich auf Punktewände. Es gibt einen Punkt, es gibt 2 Punkte, es gibt aber auch 3 Punkte. Ihr werft pro Durchgang 5-mal. Und wir haben 5 Durchgänge. Das heißt, insgesamt habt ihr 25 Würfe. Die Punkte werden immer aufaddiert. Jeder 25 Würfe? Jeder 25 Würfe. Jetzt aufpassen, zuhören. Wichtig ist die Abwurfposition. Wenn ihr auf der 2 steht, könnt ihr auch nur durch den Zweierring punkten. Wenn die Frisbee-Scheibe durch die 1 gehen sollte von hier aus oder die 3, zählen wir das nicht. Okay. Also ihr definiert mit der Abwurfposition auch eure Scheibe. 25 Würfe hat jeder. Wo ihr euch hinstellt, völlig egal. Ja? Ja. Das dürft ihr selbst wählen, auch innerhalb der Durchgänge dürft ihr natürlich wechseln. Wer nach 5 Durchgängen A5 Würfen die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und bei Unentschieden gibt es Sudden Death jeweils einen Wurf. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ja, ist mir klar, aber das ist deine eigene Schuld. So. Wieder was gelb. Was war denn besser vorhin? Gelb war nicht gut. Schwarz. 5 Durchgänge, A5 Scheiben. Ihr definiert eure Abwurfposition. Es wird immer aufaddiert. Sonst noch Fragen? Du darfst. Hast du alles? Ich fange an, oder was? Ja. Ich? Ja. Du hast die Wahl gewonnen. Entscheidest, dass Stefan beginnt. Ja, das ist natürlich... Die ersten 5... Ich muss auf der, ich kann nicht von der Scheibe nicht runtergehen, ne? 5 immer hintereinander. Ich muss auf der Scheibe bleiben, ne? Ja.
Achso, du darfst nicht wechseln. Leute. Nein, du musst auf der Scheibe. Nein, pro Durchgang natürlich nicht. Du darfst nach jedem Wurf wechseln. Ah, okay. Aber du darfst ja, nicht. Okay, also auf der Scheibe bleiben heißt, ne? Das nicht, sondern mit beiden Füßen auf der Scheibe. Wie viele Durchgänge? Das ist schon fünf. Sehr klein da vorne. Und jetzt muss ja. Okay. Bereit? Ich probier's mal. Okay. Spiel 13, Frisbee. So, Raab entscheidet sich für die 2. Das war dann relativ deutlich rechts vorbei. Zweiter Versuch, den ersten Durchgang für Raab. Ich kann nicht, wenn ich auf der 2 stehe, sage, ich will aber durch die 1 werfen. Nein. Weil diese Position. Dann geh einfach zur 1. Was das Ganze auch einfacher macht übrigens. Es ist einfacher, von der 2 auf die 1 zu werfen. Sagst du. Ja. Das darf aber nicht okay. sein. Yes! Sehr gut. Eine satte 2 für Stefan. Also ordentlich Zug auf der Scheibe gehabt und ganz souverän. Da wackelt sie noch ein bisschen und dann wie ein Strahl durch die 2. Die ersten Punkte für Raab beim Frisbee. Interessant die Geräusche, die er heute schon von sich gegeben hat. Vierter Wurf. Letzter Wurf in diesem Durchgang. 2 Punkte stehen zu Buche. Und noch eine satte 2. 4 Punkte für Stefan und die nächsten Frisbee. Sofort auch zielstrebig auf die Position 2, also hat sich da ein bisschen was abgeschaut bei Raab. Das ist natürlich vollkommen legitim. So, hat er schon häufiger mal Frisbee gespielt, das werden wir jetzt sehen. Der war... Gab's Verletzte? Ich hoffe nicht. Wenn man nach dem Wurf von der Scheibe runtergeht, ist es auch irgendwie ungültig oder ist das Nein. wurscht? Sobald Punkte die Frisbee die Hand verlassen hat, okay. ist in Ordnung. Okay, okay. Zweiter Versuch für Thorsten. Latte. Also, da mag der ein oder andere jetzt wieder zu Hause sitzen oder hier im Publikum und sagen, gibt's doch nicht, ist doch einfach. Aber das ist schon eine ordentliche Distanz und wir sehen, dass beide sich schwer tun. Ah, der hat reingeguckt. An der Kante. Und einen noch. Bleibt auf der Zweierposition. Ja. Der sitzt. 2 Punkte in dem ersten Durchgang. Von Thorsten 4-2 für Stefan, Durchgang 2. Einen Sieger des heutigen Abends werden wir mit Frisbee-Spiel noch nicht küren. Geht auf jeden Fall in Spiel 14. Wer liegt in Führung? Yes! Wer sitzt? Scheint er jetzt den Dreh rauszuhaben, Stefan. Nein. Bleibt aber konsequent auf der Zweierposition. Ha! 2 Würfe noch im zweiten Durchgang für Bar. Wieder 4 Punkte und einen hast du noch. Wieder eine 4. 8-2. Zweiter Durchgang. Thorsten. Also man muss sie stabile Flugbahn bringen. Dann gerade vorne raus. Ja. Ach.
Hat er zum zweiten Mal mächtig Pech, Thorsten? So werfen? Du darfst werfen, wie du willst. Hauptsache durch. Das gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Aber hat schon Pech jetzt. Das war der dritte Rahmentreffer für Thorsten. Ja, jetzt nicht den Kopf hängen lassen. In der Nullrunde. 8-2 für Stefan. Dritter Durchgang beginnt. Noch gar nichts passiert hier. Dritter Durchgang, alles offen. Sie bleiben konsequent beide auf der Zweierposition. Ja! Boah. 10. Punkt. Ich krieg gleich einen Krampf im Arm. Ja, das ist der Muskel, den er bisher noch gar nicht kennt. Nennt sich ja. Trizeps am Oberarm. Ja, ist gut. Ja. Yes. Wieder durch. Also da hat er den Dreh jetzt raus. Und kann sogar noch weiter erhöhen. Basten schaut gebannt zu. Damit steht es 12-2. Dritter Durchgang jetzt für Thorsten. Okay. 12-2. Er hat noch überhaupt keine Einstellung zu diesen Frisbee-Scheiben gefunden, wenn man das so ausdrücken kann. Ja. So, wenn das so einfach wäre, ne, sich jetzt genau merken, wie er das gerade gemacht hat und noch dreimal hinten drauf so ein Ding. Ach, von der Höhe war er gut. Er braucht Punkte. Ja. So, und Hochleistungssportler sind auf den Punkt fit und der Mann, Thorsten, ist Ruderweltmeister von 2006. Er spielt um 500.000 Euro. Der ist noch lange nicht geschlagen hier beim Frisbee. Beginnt der vierte Durchgang. Spielstand 12-6. Für Stefan. Same procedure as every Durchgang. Von der Zweierposition. Wieder das Hemd über den Trizeps. Ja! 14. Punkt. Dieses Kampfschwein, das ist wirklich unglaublich, wie er sich da wieder reinbeißt. Nix. Aber er macht minimum 4 Punkte in jedem Durchgang bisher.
das sieht schon sehr, sehr gut und fast komfortabel für Raab aus. Setzt er noch einen oben drauf. 18-6 die Führung. Und der vierte für Thorsten. So, jetzt müssen die Schallwellen des Publikums, des Applauses des Publikums, die Scheiben da reintragen für Thorsten. Er muss jetzt was tun und geht auf die Dreierposition. Auch der war von der Höhe wieder gut. Etwas zu weit nach links. Das sieht er natürlich selbst, Thorsten. Luft wird dünn beim Frisbee für Thorsten. Oh. Vorsicht. Wie steht's denn jetzt, ehrlich gesagt? Wenn 18-6. 18-6. Der kann 35, 15 Punkte. Ah, ja, okay. So, und jetzt rechnen wir mal ganz schnell. Zwei Treffer von Raab in die 2. Letzter Durchgang. Dann hat er 22 Punkte. 22-6 wäre dann der Stand bei zwei Treffern. Das könnte Thorsten nicht mehr aufholen, denn er kann maximal 5x3, also 15 Punkte machen, kann maximal auf 21 kommen. Ja, Kopfrechen, Unterstützung für Stefan Raab sei ja von hier oben auch mal gestattet. Aber das ist ihm natürlich längst klar. Also, er hat es auf der Hand jetzt. Noch ist es nicht durch. Nerven. Das gibt's nicht. Erster Nuller-Durchgang für Stefan. Es bleibt bei 18-6. Aber er braucht, Thorsten, er braucht 12 Punkte, um hier gleich zu ziehen. 12 Punkte mit 5 Frisbee-Scheiben. Und die sitzt! Und die sitzt! Und jetzt braucht er noch 9. 3 von 4 müssen in die 3. Das wäre ein Ding. Das wäre unfassbar. Nee. Und das heißt, die letzten 3 müssen allesamt sitzen. Es geht um 500.000 Euro. Ist diese vorbei, hat der Frisbee verloren. Das ist der Sieg für Stefan im Frisbee. Stefan gewinnt Frisbee und liegt damit wieder in Führung. Das sind 13 Punkte aufs Konto von Stefan Raab. 49-42. Und das heißt, das nächste Spiel ist ein Matchballspiel für Stefan. Ich auch.
Und was musstest du? Ich muss das Spiel, war das Spiel 3, muss ich wegbringen kurz. Ach, Spiel 3 musst du wegbringen? Ja, ich muss kurz Spiel 3 wegbringen. Was, 3? Tatsächlich? Oh, kommt drauf an, was jetzt kommt. Wenn man das im Sitzen erledigen kann, dann wir gucken geht's. Mal. Ja. Sonst holen wir einen Eimer. Hier ist Spiel 14. Blamieren oder kassieren? Schaffst du es im Sitzen? Wenn es nicht zu lange dauert? Ja, das liegt ja an dir. Ja. Hier ist Elton, meine Damen und Herren. Hallo? Ja, du bist ja noch wach. Ich bin noch wach, ja. Spät jetzt geworden. Vielen Dank. Thorsten, Stefan, bitte. So, ja, wir haben ein Matchballspiel, deswegen werde ich die Regeln jetzt nochmal genau vorlesen, damit das auch alle verstehen, inklusive mir. So, ihr bekommt eine Frage gestellt. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt er einen Punkt. Bei falscher oder keiner Antwort bekommt der Gegner den Punkt und hat seinerseits die Möglichkeit, innerhalb von 5 Sekunden eine Antwort zu geben. Antwortet er richtig, bekommt er einen weiteren Punkt. Antwortet er falsch, bekommt der Gegner wiederum einen Punkt. Und die Frage ist aus dem Spiel. So, wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Wir machen nochmal einen Buzzer-Test. Genau, bei Thorsten funktioniert er schon mal. Stefan, du jetzt. Nochmal. Ich würde gerne nochmal. Du möchtest gerne nochmal? Ist ja deine Zeit. Du wolltest ja irgendwo hin. Mach nochmal. Aber vorne ist, glaube ich, was gekommen. Nee, ne? Willst du gleich nochmal machen? Ich würde gleich gerne nochmal machen. Warte, 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 bis die 5 Sekunden wirklich durch sind. Geht ja um so, einiges warte. Jetzt. Und jetzt? Jetzt? Geht doch. So. Ja, man muss halt. Aber man sieht das ja auch. Dann im Zweifel ich sehe es ja auch. Und ich habe es auch hier. So. Kommen wir zur ersten Frage. 7 Punkte, was? 7 Punkte? 7 Punkte. Wer malte das Bild mit dem Titel Nackte, grüne Blätter und Büste? Weiß ich nicht. Ich kann noch gerne einen Hinweis geben, einen kleinen, wenn ihr wollt. Spätestens seit dieser Woche ist das Bild weltberühmt. Picasso, das teuerste, was davon gesteigert wurde? Das ist wahrscheinlich. Ja. Und das ist richtig. Von Picasso. Nächste Frage. Südafrika, wir kommen. In gut einem Monat beginnt die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Diskutiert wird derzeit vor allem die Torwartposition. Nach der verletzungsbedingten Absage von René Adler rechnen sich Manuel Neuer, Tim Wiese. Gut. Hoffentlich. Chancen aus. Jörg Busch. Ist nicht gesucht. Du hast 5 Sekunden Zeit. Ich lese die Frage, ja, die Frage nicht weiter. Nicht. Eben. Ach, Mann, du willst auch gar nicht antworten. Hast automatisch aber schon einen Punkt bekommen. Wir hätten gesucht, wer zuletzt bei einem WM-Endrundenspiel im Tor war. Ja, das ist Oliver Kahn gewesen. Und das wäre Oliver Kahn ja, gewesen. Aber mit dem Spiel um den 3. Platz. Mann. Ja, sauber. Punkt für Thorsten. 2-0. Nächste Frage. Wenn alles planmäßig läuft, wird Deutschland Weltmeister, so wie damals 1954 beim Wunder von Bern. Wohl kaum eine Fußballszene haben wir so oft gesehen wie die, in der es hieß, aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Das tat er zum Glück und semmelte den Ball zum 3-2 Endstand ins lange Eck. Herrlich. Nun die Frage. Wie stand es bei diesem Spiel zur Halbzeit? Ja, komisch, ne? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe letztens noch was davon im Fernsehen gesehen. Ich kann es mir nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da werde ich nicht drücken. Auch nicht. Ich will glaube, keiner dann. 2-2? Nee, ich glaube nicht, aber.
aber ich will keiner, dann schließe ich diese Frage. Ja, wahrscheinlich 2-1, ne? Für Ungarn. Es wäre 2-2 gewesen. Ah. Gut, kein Risiko, Kopf, aber. Nächste Frage. Die schwierigste Aufgabe für die deutschen Nationalspieler ist es vermutlich, den Text der Nationalhymne auswendig zu lernen, um ihn vor dem Spiel mitsingen zu können. Für euch sicher kein Problem. Also, wie lautet das 14. Wort im Text unserer Nationalhymne? Streben. Sarret. Ist richtig! Ja! Sarret. Punkt für Stefan. 2-1 für Thorsten noch. Nächste Frage. Karl-Heinz Schreiber muss in den Knast. Wegen Steuerhinterziehung wurde der Ex-Waffenlobbyist jetzt zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt. In welchem Land hatte sich Schreiber jahrelang... Kanada. In Kanada hat er sich lange aufgehalten, das weiß ich. Und dann haben die den jetzt ausgeliefert kürzlich. Und das ist richtig. Unentschieden. 2-2. Wieso bin ich eigentlich so aufgeregt? Ich kriege doch überhaupt nichts von der Kohle. So. Nächste Frage. Gesucht ist der Name einer Fernsehsendung. Vor 56 Jahren hatte sie im ersten deutschen Fernsehen Premiere. Und sie läuft immer noch. Sie läuft einmal in der Woche, immer am selben Wochentag. Und sie lief auch heute Abend vorhin. Da wart ihr gerade draußen, glaube ich, Bälle schmeißen. Wir sprechen über ARD. Ja. Die Sendung ist sehr kurz. Nach 5 Minuten ist alles vorbei. Lottozahlen. Die Lottozahlen. Lottozahlen ist falsch. Du hast 5 Sekunden Zeit, wenn du möchtest. 5, 4. Gut, schließe ich die Frage. Als nächstes wäre gekommen, die Ziehung der Lottozahlen ist nicht gemeint. Ach, ey Leute, das ist aber jetzt echt. Tagesthemen oder so, oder was? Darf ich nochmal drücken, wenn es jetzt geht weiter? Nee, die geht nicht weiter. Die ist raus, die Frage, ne? Die ist raus, die Frage. Ach, echt. Obwohl während der Ziehung der Lottozahlen wahrscheinlich mehr gebetet wird, als eigentlich das in Wort der Sendung. Zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag haben wir gesucht. Ja, komm, Alter, das ist schon ein bisschen. Also heute ist schon ein bisschen link hier mit dem. Was denn? Mit dem Rauszögern der eigentlichen Fragen. Naja, gut, gilt ja für beide. Nächste Frage. Die Pleite Griechenlands beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Pleite Griechenlands, habe ich das akustisch richtig verstanden? Die Pleite Griechenlands beherrscht derzeit die Schlagzeilen. In dem Zusammenhang ist auch immer wieder von der KfW die Rede, über die die deutsche Milliardenhilfe abgewickelt werden. Wofür steht Stefan? Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist richtig. Eieieiei. 3-3. Nächste Frage. Bei der Diskussion um Griechenland gab es ja zwischendurch sogar mal den irrwitzigen Vorschlag, die Griechen sollen ihre Inseln verkaufen. Jetzt mal von der Halbinsel Peloponnes abgesehen, wie heißt die größte? Kreta ist, glaube ich, die größte griechische. Ist jedenfalls größer als Rhodos. Müsste Kreta sein. Das ist richtig. 4-3 für Stefan. Nächste Frage. Wie heißt die mit monatlich über 13,5 Millionen Exemplaren auflagenstärkste Zeitschrift Deutschlands? Die Bild. Das ist falsch, Stefan. Das ist, ne? Ich bin mir nicht sicher, fünf, ehrlich gesagt. 5, 4, 3, 2, 1. Aus, die Frage ist wahrscheinlich die ADAC Motorwelt. Wäre es gewesen. Ja, siehst du. Hast aber trotzdem ja einen Punkt bekommen. Ja. Bild ist eine Zeitung, keine Zeitschrift. Nächste Frage, 5-3 für Stefan. So, wir machen jetzt mal eine kleine Bootstour. Wenn Steuerbord Norden ist, in welche Himmelsrichtung... Zeig dann Backbord, willst du wissen? Backbord ist dann Süden. Das ist falsch, das haben wir nicht gesucht. Möchtest du 5? Ach, ey, Leute, vier, heute ist aber echt. 3, 2, 1. Dann warte doch ein bisschen ab. Ja, aber. In welche Himmelsrichtung zeigt dann
Das Bug hätten wir gesucht. Ja, das nach jetzt, Westen. Ja, schade. Kommt drauf 5 an. Zu 4. Nee. Wenn du Ruder hast oder ob du... So. Ach ey. Sensation im Tierreich. Wissenschaftler haben auf der philippinischen Insel Luzon eine neue Varanart gefunden. Die Echsen werden bis zu 2 Meter lang und die Schuppen an Körper und Beinen sind überwiegend blau-schwarz gefärbt und mit grün-gelben Tupfen verziert. Neben der faszinierenden Färbung weisen die Männchen allerdings noch eine Besonderheit auf. Sie haben 2 Penisse. Und sie können ihre beiden Geschlechtsorgane abwechselnd nutzen. Das ist sehr interessant. Aber jetzt meine Frage. Wie lautete die richtige Antwort auf die erste Quizfrage, die ich euch heute gestellt habe? Ja. Ich krieg das Wasser hier nicht raus. So. Ich glaube, ich schließe die Frage, oder? 5, 4, 3, 2, 1. Es ging um nackte und grüne Blätter. Es war der Picasso. Nächste Frage. 5 zu 4 immer noch für Stefan. Boah, echt Wahnsinn. Puh. Eine Studie hat ergeben, dass die Menschen in Ostdeutschland eher Sportmuffel sind. Das kann ich überhaupt nicht glauben. Denn immerhin kommt eine unserer erfolgreichsten Sportlerinnen aus dem Osten. Mittlerweile ist sie 44 Jahre alt. Sie hat sowohl in Sarajevo als auch in Calgary Gold geholt. 4-mal ist sie Weltmeisterin geworden und mittlerweile hat sie ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt. Wen suchen wir? Katja Pechstein. Claudia Pechstein. Das ist falsch. Ah, nein! 5. Claudia Pechstein. 4. Ja. Nein! Darf ich nochmal drücken? Nein! Ich weiß es doch! So. Ich weiß es Kati doch! Witt? Ah, die hat es auch war Kati Witt natürlich! Kati Witt? Thorsten. Ja, fick! So. Wir hatten ja jetzt 6 Punkte. Ja, weil du falsch. Weil auch du falsch gesagt hast. Du hast auch falsch gesagt. Ja, dafür hast du ja auch du einen hast bekommen. Falsch gesagt. Da hast nee, du ich hab keinen bekommen. Natürlich hast doch, du einen du Punkt von bekommen. Du hast von mir einen Punkt bekommen und jetzt kriege ich von dir auch. Das ist hier alles richtig. Boah, ey, natürlich. Kati Witt, aber Claudia Pechstein hat auch ein paar, auch die Schlittschuhe an den Nagel hängen müssen, auch ein paar Goldmedaillen, so. Aber mehr. Stefan führt jetzt mit 6 zu 5, wenn er den, eine der nächsten Fragen, also vor Thorsten noch eine beantwortet, ist, ja, der Abend erstmal gelaufen und wir spielen um 1 Million Euro das nächste Mal. Nee? Nee? So, doch, nächstes Mal. Natürlich. Also, zuhören. Der Wonnemonat Mai erfreut unser aller Gemüt. Ich hoffe auch eures. Hier ein sehr interessanter Fakt, den ich kürzlich über den Monat Mai gelesen habe. Der Mai beginnt immer mit demselben Wochentag wie der Januar des Folgejahres. Aber kein anderer Monat desselben Jahres beginnt mit demselben Wochentag wie der Mai. Nun die Frage, was für ein Wochentag ist der 1. Januar 2011. Samstag. Und das ist richtig! Ja! Wahnsinn! Thorsten! Toller Kandidat! Super gekämpft! Toll zurückgekommen! Ja. Aber Stefan Raab! Holt sich den Pott heute. Wir spielen am 18. September um eine ganze Million.